Einen wunderschönen. Ich werde heute bei Victoria 3 werde ich tatsächlich Österreich-Ungarn repräsentieren. Und dafür hat die Brutmutter ein Outfit, das sehr lang ist und sehr schwer. Aber ich fühle mich nobel. Wir haben hier unsere Hauptstadt. Wir sehen hier oben, dass wir das Land Österreich sind. Wir haben hier so ein paar grundlegende Informationen. Wir sind Kaiser Ferdinand von Habsburg. Wir sind Herrscher und Politiker. Wir haben auch Charaktereigenschaften tatsächlich. Inwieweit das einen krassen Einfluss dann haben wird, werden wir sehen, gameplay-technisch. Wir sind arrogant. Und wir sind gebrechlich offensichtlich. Wir haben eine süddeutsche Kultur, wir sind katholisch und wir werden gehasst. Das ist ja wundervoll. Das ist absolut Weltklasse. Es ist so schön zu sehen. Oh Gott. Ich habe auf etwas draufgeklickt, worauf ich nicht draufklicken wollte. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht draufklicken. Ich bin jetzt irgendwie, das ist nicht so gut. Ich will diese Garnison, ich bin halt in der Garnison gerade. Wie kann ich denn aus meiner Garnison wieder raus? Ich bin einfach jetzt schon, im Ersten Weltkrieg. Das ist ja wundervoll. Nee, ich habe ihn ja nur verlegt. Das ist ja noch nichts Schlimmes. Wo bin ich denn? Ja, ist ja auch nicht schlimm eigentlich, oder? Wenn ich jetzt schon als Armee agiere. Ach mein Gott, ey. Gut. Mit den zwei Messern, die sich kreuzen. Ich habe nirgendwo Messer, die sich kreuzen. Wir werden das schon finden. Wir lassen ihn jetzt erstmal in seine Armee. Nee, Befehlsgewalt entziehen ist was anderes. Bis jetzt ist er ja nur, wir haben ihn ja noch nirgendwo ausgeschickt. Bis jetzt sind wir ja nur General mit einer Bataillon von 50 Leuten. Also alles entspannt. Ich kann ihn nicht entlassen. Das wäre in den Ruhestand schicken. Das ist was anderes. Aber lasst uns mal das andere stückchenweise durchgehen, damit ich euch das mal stückchenweise präsentiere. Ist ja erstmal alles nur halb so wild. Wir haben hier oben vier unterschiedliche Ressourcen, mit denen wir arbeiten. Wir haben Bürokratie, wir haben Autorität, wir haben Einfluss und wir haben Geld. Das heißt, wir haben hier ganz andere Faktoren, als wir bei Crusader Kings 3 haben. Wir arbeiten mit ganz anderen Dingen. Wir haben das BIP, worüber wir die ganze Zeit schon gesprochen haben, das Bruttoinlandsprodukt, das unsere Wirtschaftsstärke versimpelt, wenn man so möchte. Alphabetisierung ist super spannend. Da geht es um den Bildungsstandard, also wie viele Menschen lesen und schreiben können überhaupt, den Lebensstandard, den wir haben, die Menge der Bevölkerung, die wir haben. Und dann haben wir hier Radikalisierung und Loyalisten. Da ist bis jetzt noch nichts Großartiges passiert. Wir starten ja gerade erst. Auch an dieser Stelle, ne, wir haben super, super viele unterschiedliche Reiter. Wir haben hier einmal Politik, wir haben einmal noch mehr Wirtschaftsinformationen, dann sind hier Gebäude. Wie ihr seht, es wird unterschieden zwischen städtischen Sachen, die wir haben. Es hat alles Industrie und ja, also im Endeffekt alles Industrialisierung, was wir heute durchgehen. Wir haben hier den ländlichen Aspekt, also alles, was mehr am Land gebaut wird. Dann Entwicklungsbereiche. Ich sehe gerade, das ist alles militärisch, was hier gezeigt wird. Und dann haben wir große Bauvorhaben, den Bausektor. Ah, da kann man so generell. Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein: Urbanisierung. Da wird die Beschäftigung erhöht. Das ist ja auch schön. Spannend. Dann haben wir die unterschiedlichen Märkte, darüber haben wir vorhin schon ein bisschen was geredet. Handelsrouten, die geschaffen werden und die Mitglieder in den unterschiedlichen Märkten. Wir haben hier den österreichischen Markt einmal. Dann sind wir in Parma offensichtlich auch ein bisschen mit drinnen, aber jetzt nicht großartig viel. Dann in Lucca, in Modena und in Krakau. Beautiful. So,
Dann haben wir darunter noch unser Militär. Genau, da bin ich ja jetzt selber auch mit drinnen. Und da sehe ich ja gerade, dass ich auch in der Garnison bin. Es ist ja noch nicht mobilisiert. Also das ist ja erstmal alles entspannt. Ich muss mal ganz gucken, wo bin ich denn überhaupt damit? Ah, hier. Na, hier ist die Armee. Wir werden das noch rausfinden, wie wir den da wieder rausbekommen. Der ist halt einfach gerade in seiner Midlife-Crisis und hat sich mit 42 gedacht, boah, ich trete doch nochmal aktiv in eine militärische Position ein. Genau, dann haben wir die Diplomatie, dann haben wir eine Übersicht über die Großmächte. Wir sind ja auch eine Großmacht quasi gerade. Das heißt, da sehen wir die anderen. Dann haben wir Technik, das ist quasi, da wird in geforscht, das ist der Forschungsbaum. Hier haben wir die Produktionsbereiche. Dann haben wir hier die militärische Forschung, die wir angehen können. Auf der einen Seite haben wir so grundsätzliche Sachen über den Bau und Schiffsbau und so weiter und Militär-Knowledge, würde ich mal sagen. Und auf der anderen Seite haben wir so mehr genauer über Truppen und Waffen und so weiter, die gebaut werden. Und dann gibt es noch gesellschaftliche Forschung. Wir haben hier Urbanisierung, also Urbanisierung bedeutet, dass quasi Städte erforscht werden. Also die urbanen Regionen sind die städtischen Regionen. Wir haben hier Stadtplanungen, Gesetzeshüter, Zentralisierung. Es ergibt so viel. Wir werden heute super viel lesen. Wir werden heute sehr langsam spielen, weil das für mich quasi auch erst der Anfang damit ist und werden uns stückchenweise reinfinden. Und auf der rechten Seite haben wir Rationalismus. Der Rationalismus ist die philosophische Doktrin, dass man sich Wissen durch die Vernunft und ohne Erfahrung aneignen kann. Also rationales Denken. Spannend. Demokratie. Spannend. Können wir das wieder entlernen? Nationalismus, Egalitarismus, Pharmazeutika, Psychiatrie, Dialektik, Sozialismus. Ach du Scheiße. Das wird alles sehr, sehr spannend werden auf jeden Fall. Gut. Dann haben wir hier Kulturen. Boah, ich krieg keine Luft. Dieses Kleid ist ein Horror. Wir haben hier eine süddeutsche Kultur und wir sind katholisch. Wir haben eine Glaubensfreiheit right now und eine nationale Überlegenheit. Fremde Kulturen werden diskriminiert, wenn sie nicht dieselbe Herkunft und Sprache oder andere Bräuche haben. Super. Das ist toll. Das ist echt wundervoll. Also, aber immerhin haben wir nicht Rassentrennung. Oder kulturelle Ausgrenzung. Es könnte schlimmer sein. Dann haben wir Bevölkerung. Ich bin für 34,6 Millionen Menschen verantwortlich und habe keine Ahnung, was ich tue. Was könnte daran nur in irgendeiner Weise schiefgehen? Woran wir auf jeden Fall arbeiten werden, ist die Anzahl der politisch beteiligten Menschen zu reduzieren. Das ist, glaube ich, unfassbar wichtig für uns, damit wir die Kontrolle behalten. Das heißt, Ziel bis heute Mitternacht sind maximal 5 Millionen politisch beteiligte Personen und 30 Millionen Inaktive, damit einfach alles ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube, das ist prinzipiell eine ganz gute Sache. Wir sind verarmt, das ist per se kein Problem. Wir haben eine Unterschicht, eine Mittelschicht und eine Oberschicht, wohlhabend. Warte mal. Steht das für Prozente? Was ist denn das für eine Zahl, diese 25? Sind das Millionen? Nee, oder? Die Bevölkerung der Welt ist in Pops organisiert. Gruppen von Individuen, die im selben Gebäude, im selben Beruf arbeiten und eine gemeinsame Kultur und Religion haben. Sie nutzen ihr verdientes Einkommen, um Waren zu kaufen, mit denen sie ihre Bedarfe befriedigen, was über ihren Wohlstand und ihren Lebensstandard bestimmt. Sie können Interessensgruppen und Protestbewegungen unterstützen oder politisch inaktiv sein. Eine Pop hat eine gewisse Zahl an erwachsener Arbeitskraft und eine gewisse Zahl an Angehörigen. Eine gewisse Zahl von ihnen ist alphabetisiert und zu ihnen können Loyalisten und Radikale zählen.
Sind das Pops? Also sind das 25 Pops? Wie viel Lebensstandard ein Pop braucht, um zu dieser Schicht zu gehören? Ist das der Lebensstandard? Ach, das ist der Lebensstandard. Der Wert, den sie haben. Dankeschön, Chat. Okay, das heißt, verarmt 10,6, leidlich 19,5 und wohlhabend 25. Und das ist dann der Lebensstandard, den sie erreichen müssen, um da zu sein. Dankeschön, Dornleaf, für die 19 Monate übrigens. Vielen, vielen lieben Dank. »147.000 dieser Pops haben einen Lebensstandard, der niedriger als minimale Erwartung ist und werden daher mit der Zeit zu Radikalen.« Ah, okay. Warte. Ich bin... Der kommt nach oben, Alt-Klick und er ist ganz oben mit dabei. Ganz oben mit dabei. Ganz oben. Ganz oben mit dabei. Geil. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Verständnisfrage an die klugen Menschen, die sich hier schon ein bisschen besser auskennen. Ich mache mich gerade über die unterschiedlichen Unterschichten in meinem Land lustig und ich bin draufgekommen, dass dabei steht, verarmt 10,6. Bedeutet das, dass es einen Wert gibt, der quasi den Lebensstandard bemisst und 10,6 ist der Lebensstandard, der... Ja. Okay. Genau. 0 bis 100 geht es. 0 bis 100 geht das. Okay, wundervoll. Und das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe... In meinem Fall, dass 1,2 Millionen der Menschen, die verarmt sind, einen noch niedrigeren Standard haben, als verarmt zu sein und deswegen radikal werden, wie das da steht. Na, es ist so, es gibt jede Schicht hat eine Minimalerwartung. Die wird bei mir komischerweise noch nicht angezeigt, wahrscheinlich, weil sie das Spiel noch nicht haben laufen lassen. Mhm. Und wenn unter der Minimalerwartung ist, dann erhöht sich die Radikalität. Okay, dann habe ich das richtig verstanden. Das sind bei mir alleine bei den verarmten Menschen 1,26 Millionen. Die unter der Minimalerwartung leben? Dieser Pop, ja. Das sind 3,8% der Pops haben einen Lebensstandard, der niedriger ist als die Minimalerwartung und werden daher mit der Zeit... Brauchst du 1,26 Millionen Menschen? Auf was für einem Rang bist du da? Wir haben auch gerade schon festgestellt, dass in Bayern, sage ich mal, der Wohlstand offenbar nicht gänzlich fair verteilt wird, weil wir sind auf Rang 25 des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, was ja ganz gut ist, auf Rang 125 des durchschnittlichen Lebensstandards. Also dieses Geld ist da und wird erwirtschaftet, kommt jetzt nicht unbedingt... Also die Trickle-Down-Economics funktionieren noch nicht ganz so, wie das manchmal propagiert wird. Nee, man kennt's. Nee, die funktionieren genauso wie auch heute, nämlich nicht. Aber wenn wir schon beim derzeitigen oder beim Lebensstandard sind, was sind die anderen Werte? Also wo bewegen sich die anderen Nationen? Die Schweiz ist verarmt und ist auf Rang 37. Mein Ziel ist es natürlich, Rang 1 zu werden, das ist eh klar, aber... Ich bin auf Rang 139. Das ist schwach. Das ist schwach. Mit 10,1. Rang 27, verarmt. 10,5. Ich habe eine stabile 11, also auch verarmt. Rang 56 bin ich. Ja, das sind aber alles. Ich möchte nicht über Ränge reden, weil ich einfach nicht will, dass alle sehen, wie weit wir fallen. Wir sind Rang 4. Und wir werden fallen. Wir werden aber so weit fallen. Aber ist nicht beim Lebensstandard. Also nicht beim Lebensstandard. Nein, ich möchte über Lebensstandards nicht reden. Ach so, aber wir sind auch verarmt. Also wir sind beim Lebensstandard, sind wir, wenn ich geguckt habe, Durchschnitt verwandt, sind wir auch 44 weltweit. Aber wir reden über die Dinge, in denen wir besser sind. Es wäre Rang 4 insgesamt. Lass uns nicht über andere Ränge reden. Lüche ist echt eine wahre Habsburgerin, ohne Witz. Also, die wollten auch nicht über Ränge reden und hatten auch ständig Abstiegsängste. Ja, schau, die Sache ist, also ich habe das ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich finde es sehr schade, weil ich hatte gehofft, dass ich ein bisschen besser mit reinspielen kann. Aber ich habe ja mein Game Key erst vor 2 Stunden heute bekommen. Es war leider so ein kleiner Fail, den wir intern hatten. Und deswegen war für mich einfach klar, okay, wenn ich mich spieltechnisch nicht vorbereiten kann, dann bereite ich mich Roleplay-technisch vor. Und nachdem ich 37,6 Millionen Menschen unter mir habe,
ist meine erste Amtshandlung und mein erster Plan ist dafür zu sorgen, dass der Anteil der Menschen, die nicht politisch sind und sich nicht einmischen, den zu erhöhen. Ich hab's im Griff. Moment, das heißt uns tatsächlich, dass du aktiv darauf hinarbeiten wirst, dass dein Volk nicht nur arm und unbelesen bleibt, sondern noch mehr das wird. Das klingt so hart, wenn du es sagst. Ja. Aber es ist ja. Anders ist die Realität wahrscheinlich. Aber das ist einfach, Schuljocker, das kriegst du hin. Mach einfach nicht. Also ich habe jetzt gesehen, bei mir sind 10,3 Millionen Menschen politisch beteiligt und Ziel bis heute Abend wäre aus diesen 10,3 5 zu machen. Geil. Ja, kleiner also, dann ist das alles möglich. Also bei mir ist, wie gesagt, ganz klar, gratis Alkohol für alle. Und ich habe zwei Strategien, die da darauf einzahlen könnten. Entweder irgendwie Bayern kommunistisch machen, was wohl nicht leicht wird, wie Steinwallen meinte, oder halt einfach den Preis crashen auf so vielen Märkten, wie ich kann. Was natürlich dann auch bedeutet, dass ich selber kein Geld verdiene. Das muss dann irgendwo anders herkommen. Mein Chat hatte schon gute Ideen, einfach halt den Alkohol, den Gratis-Alkohol finanzieren, irgendwie durch moralisch einwandfreie Sachen wie eine ertragreiche Waffenproduktion oder sowas. Wir kriegen das irgendwie hin mit dem Freibier. Leider kann man kann tatsächlich keine Güter freistellen, also kostenfrei machen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Man kann ja Verbrauchssteuern auf Güter machen, aber man kann das Gegenteil nicht machen. Man kann nur Fabriken subventionieren, das bedeutet einfach, die arbeiten, auch wenn sie Verluste machen. Aber für die Leute bedeutet das trotzdem, dass sie kaufen müssen. Aber du kannst Feedback, ein Paradox. Ja, aber du kannst ja eben schon den Preis insofern beeinflussen, dass du halt eine so massive Überproduktion hast, dass halt einfach Bier schweinebillig wird. Also nicht Bier, weil Bier keine Ware ist, aber... Das ist richtig, ja. Ja. Du kannst, und dann deine Fabriken subventionieren und immer weiter ausbauen. Das ist so krass, so was das alles hat, ne? Guckt euch das an. Aber ich meine, das ist doch ein nobles Ziel, oder? Stimmt, ja. Ist sehr nobel. Zum Gegenfinanzieren, da hat dein Chat schon recht. Jetzt genau, mal wir müssen halt ganz grundsätzlich gesprochen. Also ich habe mir ja sehr viele Videos vorab angeschaut und trotzdem ist das einfach so gigantisch. Ich bin nicht die Einzige, die gerade trotzdem hier sitzt, rechte Maustaste worauf geklickt hat und einfach nur irritiert ist, wie viele Dinge man wirklich für alles machen kann, von Landwirtschaftsförderung bis hin zu Straßenerhalt und grüneres Gras Kampagnen. Also das ist ja einfach nur... Das ist ja einfach nur krass. Also dieses Spiel ist ja einfach riesig. Es ist ja einfach nur riesig. Ich bin nicht die Einzige, die maßlos überfordert ist. Also der Zug hat tatsächlich keine Bremsen. Also du wirst hier wirklich einfach überfahren. Ich denke eben auch, dass wir einfach hier heute lustig schauen werden, wohin uns das führt. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe einigermaßen inzwischen ganz gut die Wirtschaft kapiert. Noch sehr wenig, und das ist ja eigentlich mein Ziel für heute, den ganzen politischen Aspekt, also mein kommunistisches Ziel. Ich habe noch nicht wirklich viel Plan, wie ich konkret dahin komme. Aber das wird schon irgendwie. Weil warum sollte man sich davon aufhalten lassen, dass man keine Ahnung hat? Man hat ein Ziel vor Augen. Darum geht es ja irgendwo auch. Dream big. Egal wie. Versuch's einfach. Ja. Ja, wollen wir mal langsam laufen lassen? Oder sollt ihr... Ja, gerne. Ja, von mir aus. Meine Seele ist bereit. An den König von Bayern wird ja grüßt. Wir haben doch gute nachbarschaftliche Beziehungen. Ich habe das einfach mal damit untermauert, indem ich meine Armee ein klein wenig dismantelt habe. Wir haben jetzt nur noch unorganisierte Divisionen. Wir sind also keine Gefahr für euch. Das finde ich gut. Ich bin sicher, Weltkriegsösterreich hört das auch gerne. Bitte? Bitte? Was? Nein, meine erste Amtshandlung war aus Versehen, einen Mausklick zu viel zu machen. Deswegen ist Kaiser Ferdinand von Habsburg jetzt in einer Armee. Aber das war keine Absicht. Also je schneller der Krieg ausbricht, desto schneller wird die Schweiz noch reich. Also ich befürworte alle Entwicklungen in diese Richtungen. Du meinst echt, dass das Krieg den Schokoladenreichtum fördert? Konkret? Natürlich. Wir beliefern die Felder und alle sind glücklich, dass sie ein Stück Schokolade bekommen.
Ja, das kann man so sehen. Das große Problem ist, ich habe ein bisschen durchgeschaut, ich habe keine Schokolade entdeckt als gut. Also von daher, ich glaube, mein Plan könnte nicht aufgehen. Ich möchte gleich mal eine Ansage machen an die großen Marktproduzenten hier in unserem Markt. Bitte kümmert euch um die Werkzeuge und so. Damit kann ich ja nicht gemeint sein. Nein, ich habe keine Kohle, ich habe kein Eisen, ich habe keine Fabriken. Ich werde euch jetzt immer so richtig... Ich kann Weizen herstellen, Steinweizen. Weizen. So, dann sage ich immer Preußen, Bayern, was macht ihr da für Quatsch? Ich habe tatsächlich, aber das kann man auch mal, ist ja tatsächlich auch vielleicht für die Zuschauer auch direkt interessant. Ich habe auch mir direkt gedacht, das Erste, was man, glaube ich, machen sollte, ist so seine Produktion von so ein paar diesen Grundressourcen, die auch ständig fürs Bauen gebraucht werden, auszubauen. Weil damit kann man A, gut Geld verdienen und B, sich selber vielleicht auch Ausgaben ersparen. Das heißt, ich werde tatsächlich jetzt erstmal anfangen, meine Baukapazitäten zu verbessern, indem ich mehr Baugebäude und dann mehr Holz, mehr Eisen und sowas produziere. Ja, das würde mich in den Bankrott treiben. Ich habe es ausprobiert. Das ist einfach, in einem halben Jahr wäre ich bankrott, wenn ich das mache. Ich produziere also Blei, ich kann kein Ding. Ich machen, Steinwallen, indem ich meine Armee, wie gesagt, dismantle. Und dann schaffe ich es gerade so die Kurve zu kriegen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, wir bauen hier raus. So, aber preußischer König, wollen wir jetzt hier mit allen sprechen oder wollen wir uns irgendwie zurückziehen? Ich habe ein paar Dinge zu klären. Und, warum Blei? Sie können mich gerne Frivi nennen, wenn Sie möchten. Weil das schon erfolgreich ist. Frivi, ja. Wir können gerne uns vom Pöbel entfernen hier. Ich meine, die hören ja auch Österreicher zu. Oh. Ja, stimmt. Wow. Gehen wir mal schon wieder. Gerne ans Roleplay, ja? Okay, wir wollen auf jeden Fall in die Industrialisierung gehen. Man sieht ja oben auch, was gerade auf dem Markt Feuer ist, wenn man auf die aktuelle Lage geht. Ich muss, und da ist tatsächlich, ich muss Maurice muten, es tut mir so leid. Ich höre Maurice so gerne zu, aber ich muss einfach denken bei diesem Spiel gerade. Und ich kann nicht denken, wenn ich die ganze Zeit mich ablenken lasse von anderen Dingen. Und ich muss, genau, wir wollen erstmal, wir können hier mit Forschungen beginnen. Schauen wir uns erstmal den Forschungstree an und schauen wir mal, was wir parallel zum Forschen schon mal starten können, was uns was bringen könnte. Moderne Kanalisationen sind toll. Bildung wollen wir ja nicht haben. Realismus und Kunsthochschulen, wer braucht denn das? Nationalismus, das klingt wundervoll, um Massen zu kontrollieren. Wir lernen Nationalismus. Das ist schön. Okay. Gut. Dann haben wir das. Dann ist die Leibeigenschaft schon weg. Nee. Stückchenweise, Leute. Stückchenweise. Langsam, stückchenweise. Kunst auch schon in Österreich. Oh. So. Wir müssen hier. Genau, hier können wir weiter Fabriken, Möbelfabriken, blop, blop, blop. Die kriegen alle einen Anfall. Werkzeugfabriken. Das wollten wir erweitern, ne? Das heißt, ich möchte hier einmal die Werkzeugfabriken erweitern und ich würde, wo mache ich denn, hier haben wir 288.000 Bauern zur Verfügung. Lasst mal in Venetien, lasst uns mal hier einfach eine bauen, da haben wir noch keine, einfach mal gucken und... Da haben wir nämlich viele Bauern zur Verfügung gerade. Einfach mal schauen und probieren, wie das funktioniert und gucken, ob das funktioniert. Sicher, ob Nationalismus eine gute Idee mit 10 verschiedenen Nationalidentitäten in einem Land ist? Auf jeden Fall. Identitäten meinst du? Auf jeden Fall. Man kann nach Profit sortieren, auf jeden Fall. Aber wir haben, also das wird sowieso runterfallen jetzt, weil dadurch, dass sie noch gar keine haben, sehen wir ja nichts. Also wir sehen ja quasi, wir haben 3 Werkzeugfabriken in Istrien bis jetzt, sonst haben wir noch keine Werkzeugfabrik. Deswegen ist das ja erstmal für ein, wir müssen sie sowieso irgendwo hinpacken. So, wir haben hier arbeitslos 204, wieso habe ich so ein riesiges, ich habe einfach Österreich bekommen. Hätte mir irgendwas Kleineres geben sollen. Das wäre leichter gewesen. Okay, wir sehen hier die arbeitslosen Aspekte. Arbeitslos 106. Das sind sicher nicht 106 einzelne Personen. Den Tooltip hier laufen lassen. Wir haben 348.000 Menschen und 347, was ist das für ein Wert?
Was ist das für ein Wert? So, ich kann mich wieder in muten. Sehr gerne. So. Gehen wir in einen Channel, ne? Jo. Gibt's Balrogs in Bayern, wird bei mir gefragt. Also nicht, dass ich bislang wüsste, aber die Zwerge wussten das ja auch erst, als sie ihn entdeckt haben. Deswegen, ach, wer gräbst weiß. Du tief? Ja, Eisenminen. Also wir graben immer tiefer. Er greift immer tiefer. Es wird bestimmt gut ausgehen. Bestimmt. Es ist so groß. Jedes Mal, wenn ich denke, ach ja, wo mache ich das denn hin, fällt mir auf, wie groß meine Grenzen sind und ich bin einfach viel zu gigantisch. Also nein, nicht zu gigantisch, zu klein. Auf jeden Fall zu klein. Österreich ist zu klein. Ich wollte gerade sagen, wir können das ändern. Der Freebie ist nein. bereit. Nein. Alles super. Alles wundervoll. Ach, ich habe den Kinderarbeitreiter gefunden. Wow. Ist das ein Kind, das reitet, der Kinderarbeitreiter, oder? Jetzt wird's albern. Ich dachte, wir haben die grausamsten Dinge konnten immer dadurch inszeniert oder umgesetzt werden, dass sie mit Albernheit getarnt wurden. Deswegen, das spielt mir in die Karten, wenn ich grausame Dinge sage und das als albern betitelt wird. Ja, das ist ja auch meine klassische Strategie, ne? Also, ich zoome jetzt gerade ein bisschen ran und finde tatsächlich, dass die Weltkarte echt nett ist. Also da hat man hier, ich sehe hier sogar, wie hier einzelne Kutschen von einer Stadt zur anderen fahren. Und ich hatte schon ein bisschen gespielt, später wird das wirklich durch Eisenbahnen ersetzt, wenn du die baust. Legitimität. Dann siehst du wirklich sogar den Rauch aufsteigen. Ja, das ist mega nett. Die Intellektuellen. Also gerade für Paradox, die ja durchaus, finde ich, sich ab und an mal schwer getan haben, einfach schicke Weltkarten zu bauen, ist das Spiel hier schon ein Schritt nach vorne. In diesem Weg sind wir in einer guten Partie. Aber jetzt erstmal eine fette Eisenmine in Rosenheim. Das ist die Aristokratie. Dann haben wir einen Politiker, Clemens von Mutternich, Traditionist. Alter, ist das so. Hat was von so einer Miniatur-Eisenbahnlandschaft, finde ich. Kleriker, Aristokraten, ein ganz netter Stil eigentlich. Bauern, Arbeiter, Verkäufer. Aber jetzt mal eine ganz komische Frage vielleicht an der Stelle. Wenn ich tatsächlich aus Versehen meinen Herrscher in eine Bataillon gesetzt habe, wie bekomme ich den da wieder raus, ohne ihn komplett zu entmachten? Ist das einfach Befehlsgewalt entziehen? Ist das richtig? Ja. Okay, weil das klang so absurd. Ich hatte Angst, darauf zu klicken, weil ich dachte, ich mache es dann noch schlimmer. Nee, das ist nur militärisch. Okay. Ja, geil, versehentlich. Ja, oh, abgedankt, verdammt. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, es gibt ja inzwischen einen Fachbegriff, ne, für diese Art von Mausklick im Strategiebereich. Ja, ich habe aus Versehen drauf geklickt vorhin. Mein Chat war so, hey, du hast schon gewebert, Pia, in den ersten 2 Minuten. Und das hat mir so viel Panik gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich frage lieber nochmal sicherheitshalber, bevor ich einmal zu oft klicke. Ich glaube, dass ich bereits in den Krieg losgetreten habe. Was? Jetzt schon? Wie? Piemont steht mir feindselig mittlerweile gegenüber. Aber dabei, warum? Ja, ich weiß auch nichts. Ich wollte nur mal wegen den Kirschen nachfragen, aber man, ich habe halt irgendein Komplott gestartet, also nicht wirklich ein Komplott, Marktöffnung, glaube ich, so hat es geheißen. Okay, wir wollen uns um... Ich bin gespannt. ...die Steuern vielleicht interessieren. Okay. Wir wollen eine Verbrauchsteuer hinzufügen. Ja, also keine Ahnung, ob man in dem Spiel gleich schnell rausfliegen kann, wie auch bei einem anderen Paradox Interactive Spiel. Auf jeden Fall sollte das der Fall sein, dann freut es mich, dass ich dabei sein durfte. 500 und, ja, Autorität kosten. Boah, 500 Autorität ist viel. Ich habe eine Universität aber gegründet. Aber Dienstleistungen, das würde uns viel Geld bringen. Und verhältnismäßig wenig Autorität kosten. Was lasst uns mal Verbrauchssteuern auf Dienstleistungen packen. Die Front für ein bisschen schaut schlecht mehr aus bei Geld. Uns. Das finde ich gut. Wieso hat Schweiz Krieg? Was? Also, was ist da passiert? Wo ist denn Schweiz? Die Front? Gegen wen? Ah, da. Gegen Italien. Sind noch gegen Piemont. Okay. Initiator. Getreidesteuer ist doch viel zu krass. Ich wollte eigentlich nur wegen den Kirschen nachfragen. Wo sehe ich denn?
Wir sehen das Diplomatie nicht, was Interesse erklärt, genauso wenig aktive wie ich, Diplomatiespiele in der Region Italien, ja. Du kannst halt nicht zurückziehen, ne? Coppelius. Dann kriegst du eine Demütigung, das ist dann alles, was passiert. Ja, oh, zieh mal zurück, die zerlegen dich, du. Ja, ist die Frage, wie kann man die zurückziehen? Ja. Den piemontesischen Markt öffnen, okay. Da gibt's unten. Aber warum machst du für eine Marktöffnung einen Krieg? Wir werden Roggenfelder gebaut. Ich habe nur mehr angefragt und sie haben dann gesagt, sie wissen fancy gegenüber diesen Forderungen. Man, also, da muss man sich mal für Coppelius. Das war eine Forderung. Der Coppelius Verteidigung muss. Ich muss ein bisschen leiser drehen, ich höre gar nichts mehr. Okay, ich glaube, ich muss versuchen, Österreich kleiner zu denken. Ich glaube, in dem Versuch, alles in einem zu lösen, ist das einfach zu kompliziert. Ich muss das kleiner denken, nämlich in zu öffnen oder wir bomben euch weg. Den Teil, den Teil ja, einfach in so anrennen lassen, das geht vielleicht auch. Ich muss es vierteln. So, auf der Gegenseite sind jetzt, denn ist vielleicht ein bisschen leichter mit der Planung, was ich wohin packe, weil das ist einfach zu groß. Man kann mich da zurückziehen, also das, ja, aber wie? Wie, Leute? Du kannst auf den einen. Ich würde noch mal ganz kurz, das ist einfach zu viel. Okay, die machen Neutralitätsdinge. Wie damals in der Realität, da wird nur in Österreich gedacht und die Ränder wurden halt aufmüpfig und spalteten sich ab, also genau richtig. Wundervoll, das freut mich ja. Das freut mich ja, dass das klappt. So, wir wollen... Okay, wir haben eine kurze Pause. Die Pause finde ich großartig, weil die uns denken lässt an der Stelle. Wir wollen auf jeden Fall Wien ganz groß denken. Da haben wir Mähren. Das ist Wien. Das haben wir hier. Böhmen. Haben wir Dings. Na gut. Wir wollen Wien auf jeden Fall ganz groß reden. Wir haben... Das sind die Rücklagen. Das Guthaben eines Gebäudes wird in seinen Rücklagen eingelagert. Hat das Gebäude einen positiven Wochensaldo, wird ein Teil des Geldes in die Rücklagen gesteckt, während der Rest in Dividenden an Besitzanteilen ausgeteilt wird. Jawohl. Wir haben, es geht runter auf jeden Fall, die Kunsthochschulen. Die funktionieren nicht so gut, aber das ist ja erstmal nicht so schlimm. Wir haben 2 Universitäten, wir haben 2 Kunsthochschulen, 5 Papierfabriken, 5 Möbelfabriken und 10 Regierungsverwaltungsgebäude. Ja, lasst uns doch gucken, was wir hier noch hinzufügen können. Was vielleicht noch gut funktioniert. Motorenwerke zum Beispiel. Wenn ich ein Motorenwerk bauen würde, wir haben noch keins bis jetzt, dann prognostiziert mir das keine Einnahmen pro Woche. Aber nichts davon wird mir am Anfang Einnahmen pro Woche ballern, außer Glashütten oder Lebensmittelfabriken. Haben wir genug Nahrung? Brauchen unsere Leute Nahrung? Ich glaube nicht, dass unsere Leute Nahrung brauchen, oder? Fangen wir vielleicht doch mit Lebensmittelfabriken an? Vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht mit der Nahrung. Das wäre vielleicht gar nicht so bad. Das war Sarkasmus. Österreicher ernähren sich von Steinen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Irgendwer muss die Schnitzel ja klopfen. Und hier haben wir noch gar nichts drinnen. Also noch gar nichts, gar nichts. Lasst uns hier vielleicht auch Lebensmittelfabriken bauen. Und lasst uns Glashütten. Was wird in den Glashütten gebaut? Lasst uns einfach Glashütten auch dazu bauen. Wir haben ja genug Geld, wir haben ja genug Möglichkeiten, hier ein paar Dinge zu bauen. Das ist ja gar nicht so schlecht gerade. Dankeschön, Benjitja, für die 11 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Pia wird der Brotkorb Europas. I doubt it. Glas. In Glashütten wird Glas gebaut. Das ist ja insane. Wer hätte das gedacht, dass das passiert?
Wer hätte das gedacht? Die sind alle politisch inaktiv, ja, ja. Die nicht. Wie geht's denen denn so? Was wollen die denn? Ah, da sehen wir, wo die aufgeteilt sind. Es ist einfach ein viel zu großes Land, um hier einen Überblick über irgendwas zu bekommen. Heilige Scheiße, ey. Dass das hier alles seine. Und hier neben mir eskaliert hier wieder alles in Bayern. Das kann halt nicht wahr sein. Das ist ja einfach nur eine absolute Katastrophe. Wir wollen auch keine Demütigungen. Können wir was Positives machen? Beziehungen verbessern. Ja, das klingt doch gut. Lasst uns doch mal die Beziehungen verbessern zu Preußen. Es liegt direkt neben uns an. Das kostet uns ein bisschen Unterhalt. Aber dann schauen wir mal, dass wir uns mit denen gut anfreunden. Dann würde ich mich gerne mit der Schweiz ein bisschen besser arrangieren. Das bietet sich ganz gut an. Und mit Bayern, bei denen liegen wir auch direkt an. Und schauen einfach mal, dass die uns vielleicht nicht mehr so sehr hassen. Das sage ich eher dazu. Interessiert mich das Geplänkel der Bauern? Ich meine, der Adligen. Oh. Was sind denn da für Eskalationen? Das Ziel ist besorgt. Das, Was habt ihr denn für Eskalationen gestartet hier? Ja, es ist... aber Steinwallen, das... Was ist hast du gesehen, dass Frankreich Mecklenburg-Strelitz unterstützt? Und sie unterstützen sie nicht. Sie neigen in die Richtung. Das ist ein großer Unterschied. Ah. Und da ich ja beste Verhältnisse zu Frankreich habe, hoffe ich... Ist das so? Das hatte ich gestern auch. Und trotzdem haben sie die Schweiz unterstützt. Russland stellt sich auf die Seite von Württemberg. Ja, das ist eine Amtsgeschichte. Sag mal, Mörp, holst du jetzt hier russische Invasoren rein, um dir fucking Baden einzuverleihen? Scheiße, natürlich! Ich bin auf der Gegenseite. Was tut ihr? Okay, ja, das war eine kleine Fehlkalkulation. Ich glaube, ich ziehe mich ein bisschen zurück. Also ich will hier nur mein Alkoholproduktion aufbauen. Was passiert da unten, fragt jetzt mal der preußische König. Was wird dort gemacht? Also Mecklenburg will sich Mecklenburg-Strelitz holen und Frankreich sagt nein. Wir haben den Weltkrieg jetzt gleich schon. Frankreich kämpft jetzt gleich gegen Mecklenburg und Russland gegen Baden. Also ich muss an dieser Stelle sagen, Österreich war nicht schuld. Wir haben unsere Neutralität in beiden Bedingungen erklärt. Ich mach das jetzt, glaube ich, auch mal zur Sicherheit hier. Also das ist euer Bier hier. Das ist doch euer Bier, ja, wirklich. In Baden, kurz mal, in Baden werden sie heute Nacht in Wodka baden. Ja. Haben Russen jetzt mal so richtig Lust, die Waffen zu testen? Ach, jetzt kommen sie auf einmal. Vermutlich nicht, ne? Muss ich halt ein bisschen was zahlen. An die Strehle zu. Oh. Und so wie man es kennt, ist auch die Schweiz streng neutral in diesem Konflikt. Hust, hust. Auch wir halten uns daraus. Liegt vielleicht auch an Mecklenburg. Wenn ich meine Truppen an eure Grenze schicke und euch unterstütze, was ist denn dann eure Zusicherung, dass ihr mich nicht verratet, sobald ihr könnt? Was soll ich euch bieten? Treue. Mein Wort. Ja, aber es ist auch ein bisschen, ich find's, wir wollen doch jetzt keinen Weltkrieg gleich hier am Beginn starten. Ich bin selber ein bisschen unsicher, ob das jetzt der beste Weg ist. Es kann ja auch nicht so viel sein, was... Okay, wir sollten doch noch eine Hochschule bauen, glaube ich, in Graz. Weil wir haben ja unsere Steuern erhöht auf Dienstleistungen. Und unter Dienstleistungen fallen an der Stelle Stadtzentren, Kunsthochschulen, Subsistenzhöfe, Subsistenzobstgärten und Subsistenzweiden. Das heißt, vielleicht sollten wir doch nochmal überlegen, auch in Graz eine Kunsthochschule zu bauen, damit wir mehr Dienstleistungen produzieren, die wir dann letztendlich versteuern können. Was ja bedeutet, dass ich mehr Geld bekomme.
Das heißt, ich erweitere einmal hier die Kunsthochschule in Wien. Ich kann das nicht aussprechen. Und niemand ist auf der Seite von Baden, das finde ich gut. Das braucht 105 Wochen. Das wird 100 Jahre brauchen, bis wir damit fertig sind. Kann ich irgendwie... Das Spiel ist mir als Schweizer vor, Gold einzulagern. Ich finde das... Komisch. Ja, gut. Komisch, was ist das nur für eine komische Idee? Oh oh, die Briten, warum? Was? Die Briten haben einfach mal so random... Warte mal. Was kann ich einfach Supsis sagen? Ja, Supsis macht es leichter. Was Weltkrieg, ich Weltkrieg okay. Aus. Nun, also das kann ich als Preußen nicht akzeptieren, dass die Briten versuchen zu intervenieren. Das hat mit Hannover schon nicht so gut geklappt. Also, genau, das finde ich richtig. Danke Preußen. In den sag Krieg gehst du rein wegen... Oh. Also sag mal, Mörb, jetzt mal nur, ich will jetzt überhaupt nicht so deine Strategiespiel-Expertise oder was in Frage stellen, aber gerade haben wir noch gehört, dass du 60 Stunden Tutorial-Videos und sowas hier und trotzdem spielst du diesen Wirtschaftssimulator jetzt nach einer halben Stunde schon wie ein Map-Painter und alles geht zur Hölle? Erkläre dich. Nö, hier geht gar nichts zur Hölle. Ich hole mir jetzt einfach nur Baden. Das ist tatsächlich am Anfang am leichtesten. Preußen hilft auch noch mit bei diesem. Wir zurück und die die Württemberger sind mal wieder unverschämt. Ja, ich werde auch die Zahl dabei. Wir haben auch noch mehr Stadtzentren. Das ist ja auch das, was ich so gut versteuere. Das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Ja. Und wir sehen auch hier, dass wir hier das auch Gewinn machen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Die Sache ist halt... Mich interessiert das nicht, ob die Krieg führen. Ich bin eine Großmacht. Über so kleine Streitereien setze ich mich nicht auseinander. Mobilisieren doch keine Truppen für den kleinen Krieg da unten. Ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen. Also ein paar von den, die meisten Leute heute aus der Runde, die hatten ihren Game Key ja schon viel früher als ich. Ich habe ihn leider wegen einem kleinen Kommunikationsmissverständnis intern, habe ich den erst vor, heute also 2 Stunden vor Streamstart zugeschickt bekommen. Und ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mich einfinde. Okay, wir haben auf jeden Fall Radikale, die gerade massiv sind. Und die Frage, die sich mir gerade so ein bisschen stellt, ist, wie kriege ich meine Radikalen dazu, weniger abgefuckt zu sein von mir? Weil das steigt halt immer weiter mit den Radikalen. Und 1 Million Radikale finde ich jetzt erstmal schon nicht so geil. Das gefällt mir gar nicht. Eine Geheimpolizei vielleicht. Du meinst, mit mehr Druck dagegen vorzugehen. Das ist die Idee quasi. Steuern senken. Steuern senken ist keine Option. Wir brauchen das Geld. Ich bin sehr reich und ich möchte sehr reich bleiben. Ich würde eher mit Kontrolle arbeiten. Aber ich fand die Idee vorhin, mit billig Luxusgüter produzieren, eigentlich ganz gut. Der Kirchenstaat möchte einen Verteidigungspakt mit uns eingehen. Der Kirchenstaat. Ja, das finde ich gut. Mangelnde Besteuerungskapazität. Wir haben 10 Stadt mit mangelnden Besteuerungskapazität. Ja. Super, wir haben teure Regierungswahn. Das können wir nicht verhindern. Wir haben eine unproduktive Handelsroute. Was sagt sie uns? Die Handelsroute importiert die Ware Wein aus dem Markt, ist unproduktiv. Warum? Ich verstehe nicht, wenn ich das andrücke. Ach, ich hatte die pausiert. Ich glaube, das war die Geschichte dabei. Und wenn ich die jetzt... Nee, ich verstehe nicht, was dieser Knopf macht. Ich bin so verwirrt. Hast du vielleicht schon zu viel Wein in deinem Markt? Ja, ich verstehe halt nicht so genau. Ich drücke da halt drauf und er sagt mir, wenn ich draufklicke, rechtsklicken, das ist eine gute Sache. Das hilft mir.
Und damit kann ich stoppen. Okay, der Linksklick ist echt einfach der, ja, Import und Export, aber ich kann das auch stoppen. Und momentan importiere ich Wein und ich kann das stoppen. Ja, das wollte ich, das ist das, was ich gesucht habe. Perfekt, damit haben wir das Problem erledigt. So. Wir importieren, also wir kaufen und verkaufen. Wir sind der Nummer 3 Produzent weltweit, was Artillerie angeht. Und wir könnten eigentlich uns erhöhen, was das angeht. Das heißt, ich könnte theoretisch gesehen, lasst uns mal überlegen, wir wollen, diese Musik treibt mich in den Wahnsinn. Diese Musik ist so entspannt und ich bin überhaupt nicht entspannt. Ich bin einfach nur gestresst. Wann mit erheblicher Importanfrage, wann mit erheblichem Exportpotenzial? Wir sollen Wein exportieren. Das können wir machen. Aber erstmal wollte ich ganz schnell schauen, genau hier. Die Artillerie wollte ich erhöhen. Und ich sehe jetzt, wo wir es bauen. Wir bauen es in Böhmen, in Venetien und in der Lombardei. Dann würde ich mal nach Böhmen schauen. Und hätte... Ich hätte es mir gerade anzeigen lassen. Nein, jetzt muss ich es neu suchen. Wo war's? Da. Victoria 3, der BIP-Simulator, es ist Weltklasse. Aber ich brauche halt einfach... Wir haben halt nur Kaufaufträge hier. Ich müsste mir doch hier, ich müsste es mir doch hier eigentlich anzeigen lassen, wo ich es produziert, oder? Ich sehe, dass ich es produziere, aber ich versuche mir gerade irgendwie, es müsste irgendwie so ein Smart Hack geben, wie ich ganz schnell da lande, wo ich es produziere, damit ich irgendein Knopf fehlt mir, glaube ich, gerade noch, damit ich es sehe. Ja, ja, unter Waffenfabriken auf jeden Fall. Aber ich überlege gerade, wo ich mir die im Schnelllauf anzeigen lassen kann. So. Dankeschön, Chat. Das hat geholfen. Das ist das, was ich gesucht habe. Das heißt, ich möchte jetzt hier auch einfach mehr Waffenfabriken erhöhen. Weil das wird ja in den Waffenfabriken gebaut. Und ich brauche auf jeden Fall noch mehr, also dass wir schneller bauen. Bei mir stapeln sich diese Bauvorhaben, weil ich einfach nicht genug, wie heißen die, diese Baudinger, wir hatten das vorhin offen, weil wir nicht diese genug von diesen Bauteams haben. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Wir suchen. Die Waffenfabrik verliert aber Geld. Ja, ja, wir verkaufen das jetzt. Die führen ja jetzt Krieg alle. Wir verkaufen das dann nach oben. Verbündet. Mhm. Und bei uns auch. Baubehörden braucht das, jawohl. Die schließen sich Baden an. Ja. Schlimm. Diese Bayern. Genau. Was mischen sich die Franzosen überhaupt auch ein in solche innerdeutschen Angelegenheiten? Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Schwerin. Das ist wirklich eine Frechheit. Ihr sprecht mir aus der Seele. Ja. Also ich möchte an dieser Stelle anbringen, dass Österreich neutral ist, aber um die Neutralität von euch auch natürlich langfristig zu unterstützen, haben wir in den Bau von mehr Waffen investiert. Sollte jemand also Waffen kaufen wollen, Österreich kann liefern. Das hört sich ziemlich gefährlich aus preußischer Sicht heraus an. Wir bauen sie ja für die Friedensbekennungen der anderen Länder. Ach, jetzt bin ich beruhigt, wo ihr es gerade so sagt. Friedenspanzer, jawohl. So, ich brauche diese Dinger. Das ist der Bausektor, oder? Und das ist das, was ich ausbauen muss,
damit ich dann schneller bauen kann. War das das? Ich glaube, das müsste das gewesen sein. Und ich möchte davon jetzt einmal noch hier erhöhen. Gut. Das heißt, wir haben das jetzt einmal erhöht, damit wir innerhalb von Österreich ein bisschen schneller bauen. Dann sollte das ein bisschen schneller gehen. Gut. So. Die Radikalität unserer Leute wird höher. Durch einen Rückgang der Lebensstandards, weil der Lebensstandard unter dem erwarteten Minimum ist, aus unerfüllten Forderungen von Protestbewegungen, durch Diskriminierung. Ich habe das Gefühl, dass Paradox die Umsetzung von Österreich unfassbar gut gelungen ist. Ich schaue mir gerade an, woraus sich die Radikalisierung meiner Bevölkerung aufbaut. 938.000 Menschen radikalisieren sich gerade wegen Diskriminierung. Ich weiß nicht wirklich, was ich als Österreicherin darauf antworten soll. Ist schwierig. Bei mir kommt gerade eben eine sehr, sehr interessante Frage, die vielleicht auch mal für euch alle anderen interessant sind. Und zwar, kann man alle Länder dieser Welt spielen? Nein, du kannst jedes zentralisierte Land der Welt spielen. Länder, die also quasi keine offizielle Bürokratie oder kein richtiger Staat sind, können nicht gespielt werden. Also zum Beispiel die zukünftigen Kolonien nicht. Und links auf der Karte sieht man sehr schön, wenn man rauszoomt, alle, die nicht farblich ausgemalt sind. Ja, die sehe ich hier. Genau. Jawohl, jawohl, das habe ich gesehen. Aber dankeschön. Also alle, die eine Farbe haben, kann man spielen. Okay, das heißt, die radikalisieren sich, aber auch wegen nicht erfüllten Forderungen von Protestbewegungen. Das ist vielleicht, ich greife nochmal kurz den Punkt auf mit den dezentralen Staaten, ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt, weil manche fragen sich vielleicht, Kolonisierung ist ja jetzt auch nicht mehr überall möglich, weil wir haben ja zum Beispiel ein Brasilien, das ja schon existiert, Südamerika ist schon recht voll. Diese dezentralen Staaten, die dann zum Beispiel auch bei Japan sein können, die gelten als kolonisierbares Land. Also da kann man dann eine Kolonie aufbauen und dann kann man sich dann dort das Land einverleiben. Dauert aber lange und ist teuer. Ja, man braucht auch technologischen Fortschritt, weil sonst ist da Malaria. Man braucht eine gewisse Medizin. Ja, stimmt. Ja, sonst geht das quasi nicht. Wie ungünstig. Ja, man kann halt gucken, es gibt halt normale Malaria und es gibt schwere Malaria. Okay. Und wie schaffe ich es, dass Ungarn halt nicht dass Ungarn quasi nicht diskriminiert wird in Österreich? Aber man hat schon da angefangen, dann profitiert man davon komischerweise nicht. Das scheint mir noch irgendwie so ein Bug zu sein. Oder so. Sondern erst, wenn man neu anfängt. Derweil hat übrigens Großbritannien Preußen die Rivalität erklärt. Sissi hinschicken. Kann ich das machen? Das ist, ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Interessant. Nochmal, aber ich bitte. Frage mich, Großbritannien hat sich zum Rivalen erklärt. Ich? Wie können die das wagen? Das ist eine gute Frage. Assimilierung ist nicht unbedingt. Wir sind fremde Pops, deren Kultur in dem Land, in dem sie leben, akzeptiert wird und die nicht in einem ihrer Heimatländer leben, können einer der Hauptkulturen des Landes assimiliert werden. Das wäre vielleicht das, was wir bräuchten hier. So, wir haben jetzt hier mal eine schöne Werkzeugfabrik gleich. Das wäre vielleicht wirklich genau das, was wir brauchen. Ja auch viel gebaut. Kann ich mir über die Karte irgendwie anzeigen lassen, wo die Diskriminierung am stärksten ist? Bestimmt, oder? Das ist doch richtig. Also, das müsste ich doch, weil ich sehe jetzt auf jeden Fall schon mal, dass die Leute wegen Diskriminierung angepisst sind. Kann ich mir auch anzeigen lassen, wo die Diskriminierung besonders stark ist in meinem Land? Das stimmt, das ist richtig. Weil dann werden die schwer und du willst bauen, das verbraucht auch Eisen. Das stimmt, ja. Ich habe auch mich gerade so ein bisschen, ich habe recht viel von meinen Goldreserven aufgebraucht, muss ich offen zugeben. Ja, das Bauen kann richtig ruinieren, wenn man nicht aufbaust. Ich gucke gerade, ob ich die Map-Mobs finde. So, Kulturübersicht. Nein. Lebensstandard.
Der ist ja gar nicht ganz schlimm. Gut ist er auch nicht, aber... Also ich möchte schon mal vermelden, Loyalisten, schon erobert. Wo sind die loyalen Leute? Vor allem hier, nicht hier. Das wundert mich weniger. Im Grunde im Baltikum zwischen den Briten und Russen. An dem du schuld bist? Genau, also für die Eroberung von Baden. Ah, hier sehe ich die Radikalität. Oh, die ist echt überall. Aber ich hatte kein Problem damit, 21.000 Russen schon quasi dafür zu opfern. Wow. Oh Gott. Das bedeutet so aber, wir wollen so hier man vielleicht. Man Kriege für sich kämpfen. Ja, aber ich verstehe gar nicht, warum. Eine Kampagne starten. Wir wollen. Was macht das grüne Gras? Wir wollen noch eine Marionette machen als Strafe, aber die Russen vermöbeln sie jetzt. Also, ich habe denen schon gesagt, sie können aufgeben, aber die hören halt erst auf. Ja, 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 ich sehe. Ich meine, wir haben ja sehr viel Autorität, die wir dafür gerade ausgeben können. Und wir schauen einfach mal, dass wir da überall so Kampagnen starten. Sag jetzt mal. Das hilft doch. Das funktioniert doch bestimmt, oder? Das wäre ein schöner. Wenn wir da hier einfach mal. Da sind auch viele. Ah, mehr kann ich gerade gar nicht machen. Also mehr lässt er mich gerade gar nicht machen. Ich habe jetzt schon genügend Kampagnen, die da laufen. Bitte was? Aber das läuft, das wird bestimmt helfen. Warum seid ihr denn auf einmal mit unseren englischen Rivalen im Krieg? Das sind wir doch schon von Anfang an. Da bist du doch immer noch. Doch, eigentlich ganz gut. So, wir haben 2,6 Millionen 900. Lasst uns mal uns erstmal hier um Ostgalizien kümmern. Das sind 2,58 Millionen Menschen, die sind wichtig für uns. Wir haben hier nationale Werte. Lasst uns mal gucken, was wir hier wir müssen stückchenweise hocharbeiten von uns die einzelnen Gebiete anschauen und die unterstützen, weil das alles so ein bisschen zu langsam sonst geht. Okay. Wir haben hier. Ja. Oh Gott, ey, das ist alles. Es sind so viele Dinge, ne? Es sind so viele Dinge, die hier bedacht werden. Wir können hier Holzfällerlager einmal bauen. Die sollen ja auch nicht zu billig werden. Wir brauchen weil hier an der Stelle auch noch mal so ein. Wir haben hier ganz unterschiedliche makroökonomische Auffassungen. Ich subventioniere das mal ein wenig. Brauchst du keine Werkzeugfabriken subventionieren. Die müssen komplett wunderbar flutschen, weil der Preis so hoch ist, die müssen Gewinne machen. Ja, also meine ist, die machen richtig Asche. Ich meinte den Markt damit, nicht die Fabriken. Ach so. Du importierst meistens. Ja, wir müssen uns von oben langsam runterarbeiten. Es sind halt so viele Leute und alle hassen mich. Stimmt. Heilige Scheiße. Also ich finde das so wundervoll, wie ihr alle so viel Zeit habt, euch mit euren Nachbarn auseinanderzusetzen. Ich versuche einfach nur innerhalb meines Reiches die Leute dazu zu bringen, dass sie mich nicht alle komplett hassen. Bis jetzt läuft es nicht so gut. Aber das ist realistisch, Pia. Ne? Ja, das war damals so. Komplett, also komplett. Ich verstehe auch, warum. Ich habe versucht, irgendwie zu überlegen, in welchem Gebiet von Österreich fange ich langsam an, mich beliebter zu machen. Dann habe ich die Karte gefunden, die mir anzeigt, wo die Radikalen sind, die mich hassen. Und bin rausgekommen, sie sind überall gleichermaßen. Und jetzt arbeite ich mich einfach aus dem Osten stückchenweise in den Westen vor und hoffe, mir gelingt das, bevor alles zerfällt. We will see. Du bist also mit der Kutsche unterwegs und besänftigst das Volk. Das müsste doch eigentlich meine Frau machen, oder? Ja, eigentlich schon, aber nicht vergessen, sie dürfen sie nicht berühren. So, ich hole jetzt mal ein paar Werkzeuge aus Bolivien hier rein. Das war wirklich eine Regel, die Kaiserin darf nicht berührt werden vom Volk. Ja, aber das war doch generell, oder? Also, war das nicht generell in vielen? Das ist ja jetzt kein rein, also vieles sind sehr österreichische Probleme, ja. Aber das ist doch keine reine österreichische Geschichte. Das gab es doch bestimmt genug Kaiserhäuser, die so getickt haben. Das gab's, hast du schon recht. Aber ich glaube, das war besonders in Österreich noch bis in die damalige Zeit, ins viktorianische Zeitalter halt richtig krass. Ach krass. Unangenehm. Also die waren ja auch noch komplett so von Gott eingesetzt und die Kirche hat ganz viel mitgeredet. Ja, ich hab schon eine Anfrage bekommen auf jeden Fall für ein Bündnis mit
dem Gottesstaat. Deswegen, also wir verstehen uns offensichtlich sehr gut mit Rom. Das war auf jeden Fall schon da. Die Kirche hat schon angeklopft und gesagt, hallo, lasst uns befreundet sein. Auch das ist hier. Ich kritisiere übrigens, dass ich wohl tatsächlich Neuschwanstein nicht bauen kann. Also ich kann hier den Eiffelturm, gibt es, Big Ben gibt es, die Moschee von Jenny und die Freiheitsstatue, aber Neuschwanstein nicht. Das ist ein Problem. Also allgemein muss ich sagen, die bayerische Experience wird hier nicht so 100% korrekt simuliert. Ich möchte kein Bier, kein Neuschwanstein. Jetzt ganz dringend in meine Gesetzesgeschichte. Also wir haben hier die Technik. Den Technikbaum habe ich gefunden. Ja. Aber ich müsste doch eigentlich in der Lage sein, auch Gesetze zu erlassen, oder? Ja, genau. Also, und ich schaue gerade, ich überlege die ganze Zeit, wo die vielleicht noch sein könnten. Bei Politik ein Unterreiter. Hier. Gesetze, perfekt, dankeschön. Okay. Frauenrechte, nein, nein, nein. Menschenrechte, öffentliche Schulen. Ja, Klipper sind irgendwie mega gefragt, ne? Lasst uns mal gucken, ja, was die Leute wollen. Ist wirklich. Schaltet Handelszünfte. Schauen wir mal, okay, die Leute sind pro Monarchie. Was mögen die Leute, damit wir schauen, was wir weiter pushen können? Ja. Glaubensfreiheit. Eine Fabrik in der Stunde. Also 42,7% des politischen Drucks im Land sind gegen die Glaubensfreiheit. Und jetzt doch Clipper baut. Also ja, der Clipper. Ich glaube halt nicht, dass das so smart ist, weil ich glaube, damit radikalisiere ich die Minderheiten noch mehr, die mich jetzt schon nicht mögen, wenn ich ihre Religion jetzt auch noch verbiete. Wobei Ungarn müsste doch auch einfach. Der Holzpreis ist so mittelmäßig. Ungarn müsste doch alles komplett katholisch sein. Also ja, eigentlich müsste das doch eigentlich. Schiffswerft, na gut, das ist. Eigentlich müsste ich das schon machen können. Wo kann ich denn nachgucken? Da. Ah, doch, wir haben orthodox. Ich habe übrigens auch hier und wieder, protestantisch und katholisch ist gar nicht so groß hier in den Ecken. Hier haben wir gar nichts Katholisches. Das ist orthodox und protestantisch. Okay, wir wollen Religionsfreiheit auf jeden Fall nicht anfassen. Wenn ich aus Österreich heraus. Wenn ich aus Österreich heraus. Jetzt die Religionsfreiheit beschneide, dann ist das eine ganz schlechte Idee. Okay. Wir könnten öffentliche Schulen, dann wären die aber klüger. Was da der Hintergrund ist. So, was machen wir denn? Machen wir Brennen? Wir machen eine Berufspolizei. So, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen, also Profit wird ganz gut gemacht hier. Jetzt können wir allmählich mal. So. Ja, wir gehen in die Schnaps. Was kann ich jetzt machen, um das zu pushen und zu unterstützen? Hier. Damit mich vielleicht mehr Leute geil finden. Die österreichische Aristokratie findet das nicht so geil, dass ich das mache. Aber die Landbewohner finden es gut. Die Streitkräfte finden es gut. Also sowohl die Briten als auch die Russen haben in diesem sinnlosen Krieg schon über 60.000 Mann verheizt, ne? Ich kann die leider nicht stärken gerade. Hast du gar kein schlechtes Gewissen, Mörb, dass du kann das ich angerichtet hast? Die Aristokratie Nein. unterdrücken? Das geht, glaube ich, nicht, Napoleon weil ich zu viele andere Dinge gerade mache. imagine kluge Bürger, schrecklich. Ja, das wäre ja Hätte der katastrophal. Die Grenze nicht gezogen, wäre das ja heute ich glaube, weil wir hier gerade unsere Meine anderen Güte, Dinger machen lassen. Aber wir arbeiten jetzt hier Preußen. Daran auf jeden Fall. Preußen? Wir haben schon 330.000 ja. für diesen Krieg ausgegeben. 330.000? So. Und dann ist die Frage, das wenn wir Kinderarbeit verbieten, ob sie uns dafür, dann mehr mögen. Sich fett gefressen. ihr habt durchaus Sozialhilfe. Zwei Daumen hoch in Württemberg. Die Leute sind halt komplett gegen Hilfe.
Holy shit. Was der Dreiste, die Leiter sind komplett gegen Sozialhilfe. Ich hätte das ja so. Ist ja krass. Okay, dann ist gut. Zensur geht doch noch härter, oder? Ja, safe. Ich hätte euch auch in den Krieg ziehen können gegen Frankreich. Ach, das ist nett. Oh, die wären sogar dafür. So, ich werde jetzt auch anfangen hier die, oh mein die Gott. Alkoholproduktion. Wie ist denn steigert? Wie ist das denn bei euch nur mal so grundsätzlich nachgefragt? Angenommen, ihr würdet versuchen, eure Zensurgesetze zu verändern. Mhm. Wie ist denn eure Bevölkerung so eingestellt? Weil ich bin echt massiv irritiert. 70,9% in meinem Land finden Meinungsfreiheit absolut scheiße. Ja, bei mir auch. Und 70,5% wollen kein offenes Dissens haben und mehr Zensur. Das ist ja nicht deine Bevölkerung, sondern die politisch aktiven Leute, oder? Ja, Power, deine genau. Interessengruppen. Und die, ja, ja. Diese Power wird bestimmt quasi zum Beispiel auch über das Wahlrecht, und wenn du keins hast, dann sind das halt die reichen Elitären. So. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Die Aristokratie, die Kirche, die Streitkräfte, die kleinen Bürger, also die, die mich interessieren. Genau, und dass die natürlich keine, dass die Zensur wollen, ist doch irgendwie nachvollziehbar. Oder? Ja, also Würm passt es bei mir sehr schön zusammen. Das ist aber normal, weil die Bevölkerung noch nicht weiß, wie toll das alles wäre. Richtig, auch. Also tatsächlich bekommst du die Bevölkerung dazu, sowas wie Meinungsfreiheit cool zu finden, wenn sie einfach selber sich wirtschaftlich emanzipieren. Du musst die Bevölkerung erstmal mit also einem höheren Lebensstandard segnen und dann steigen ihre Bedürfnisse und auch das Bedürfnis, mitreden zu wollen. Also genau. Du kannst dein Land wunderbar an die Wand fahren, wenn du gleich am Anfang Meinungsfreiheit, Kinderarbeit abschaffst, Frauenrechte einführst, dann implodiert dein Land. Das hatte ich nicht vor. Ich habe mehr Polizei. Weniger Bildung, mehr auch Polizei. Das kann Probleme sein, ja. Aber Bildung ist also auch das Problem ist, Pia, am Anfang, da sind noch ganz, ganz viele alte Bande am Start. Du hast ganz viele Aristokraten und Landbesitzer, die das alles selber regeln wollen. Die wollen nicht, dass der Staat da mitredet. Ja, das ist mir aufgefallen. Die Berufspolizei ist nicht so erfolgreich. Das ist aber gar nicht so schlimm. Berufspolizei plus steigende Zensur ist mein way to go. Und eine gleichzeitige Nationalismuskampagne in ganz Ungarn, die ich gerade fahre. Ich hab's voll im Griff. Noch haben wir keine Aufstände. Die Radikalen haben sich, sie stagnieren. Ich glaube tatsächlich auch, Merb, du redest gerade ein bisschen an Pia vorbei mit das Problem und sowas. Pia will ja einen diktatorischen Unterdrückungsstaat. Nein. Hallo, das sind harte Worte. Kannst du bitte nicht so harte Worte dafür nutzen? Wir sind traditionell. Wir lehnen uns zurück. Wir wollen nicht, dass Gutes, Altes zerfällt. Ja, also nee, ich bin da ja voll bei dir. Wir Bayern sind ja auch so ein bisschen einfach mal, ja, man könnte jetzt irgendwie über politischen Fortschritt reden, man könnte sich aber auch einfach ins Bierzelt hocken. Ne? Also, ne? Das klärt man alles bei einem Bierchen, genau. Ich freue mich halt schon so sehr, dann einfach so gegen Mitternacht zu sehen, was für wundervolle, florierende Länder ihr habt, mit was für einem wunderschönen, offenen Diskurs, Schulen, vielleicht Frauenrechte, vielleicht wurde Kinderarbeit abgeschafft, viel Bier, wachsender Wirtschaftsboom, was weiß ich was. Und bei mir ist so, hey, die Leute trauen sich nicht mehr radikal zu werden. Wir haben so viel Polizei. Ich habe darauf gepokert, dass meine Schulden erlassen werden. Frankreich fragt, ob sie meine Schulden haben erlassen können. Das ist natürlich super lieb von denen. Oh. Aha. Alles aufgegangen, das Kalkül. Okay, ich erkläre jetzt mal die ersten Interessen in Hannover. Aber Hannover kriegt eine Verpflichtung, ne? Ja, die kriegen eine Verpflichtung. Ja, das kann auch manchmal unangenehm sein. Dankeschön, geht auf das nicht. Ich glaube, es wird noch ganz lustig, weil ich weiß auch noch nicht, was eine Verpflichtung genau bedeutet. Ich glaube, einige von uns werden da noch, das klingt zu harmlos, so Gefallen in Crusader Kings ist ja auch meistens nicht so schlimm. Wir schauen mal. Ja, voll Nordkorea. Nein. Ja, hau raus. Das müssen wir nicht sagen. Nein. Das sorgt einfach nur dafür, dass bei einer Entscheidung, ich kann das also einer nicht diplomatischen, du kennst ja diese Werte da, wo so dran steht, minus 20. Wie kann ich jetzt die Lebensqualität meiner Österreicher erhöhen? Also eine Verpflichtung erhöht diesen Wert einfach nur um plus 30.
Also okay. Die Lebensqualität, wenn ich jetzt mal schaue, meine Leute sind ja, wir fangen ja mal an damit, dass die Reichen mich mehr mögen sollen. Das heißt, nein, also ich rede davon, wenn ich jetzt quasi Verteidigungspakt bilden und so. Bevölkerung. Stärke, so. Mitzukämpfen und sowas alles. Genau. Also diplomatische Spiele können die eingesetzt werden, glaube ich. Genau. Wenn du eine Verpflichtung hast, dann kannst du ein Land zwingen, zum Beispiel auf deiner Seite im Krieg zu kämpfen. Das habe ich aber schon ausprobiert und bei mir gab es immer nur... Wie mache ich meinen durchschnittlichen Lebensleute und meine Reichen glücklicher? Fangen wir vielleicht mal mit der Mittelschicht an, das ist vielleicht nicht ganz so krass. Aber gut, wir sehen es. Preußen, kurz nochmal darauf hinweisen, die Kriegskosten der Preußen liegen jetzt schon bei einer halben. So, durchschnittlicher Lebensstandard für die Mittelschicht, 22. Wo kann ich mir jetzt die Bedarfe anschauen? Also bei detaillierte das Liste. Das Problem ist, dass ich mir nicht ganz so viele Bauprojekte das ist verarmt. Ich gerne hätte. Sicher ist Mittelschicht, ich halt oder? Mehr Fabriken bauen und irgendwie sind Baumaterialien kann so ich teuer. Das hier, aber hier habe ich nochmal das Detaillierte. Da so habe ich hier eine direkte Übersicht? Das ist Unterschicht. Das ist alles Unterschicht. Das ist Mittelschicht. Das ist Unterschicht. Das ist Unterschicht. Okay, das heißt, ich muss diese ganzen Gruppen einzeln bearbeiten. Bodycount 200.000. So, nur noch 71 Wochen. Okay, das heißt, wir schauen uns zum Beispiel mal dass die Engländer Verkäufer, die Russen oben bei St. Petersburg Arbeiter, Landwirte, ja, Maschinisten, Bürokraten. Und wenn ich mir jetzt die Bürokraten anschaue, die sind norddeutsch, protestantisch, nordtransylvanisch, norditalienisch und katholisch. Ah, das sind die unterschiedlichen Aspekte. Das sind die Intellektuellen, das sind Interessensgruppen von mir, die auch in der Regierung sitzen. Ich habe die Forderung nicht im Namen. Es kann dazu passieren, weil im Moment ist der... So, die wollen... ...ein bisschen im Vorteil in diesem Krieg. Dankeschön, Softzira, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Der Kriegswille von Großbritannien ist deutlich geringer als der von Russland. Man muss aber sagen, dass ich meine irgendwo eine Bedürfnisliste geben? Also ich habe gerade mal ein Drittel von meinem Bataillon mobilisiert. Die werden halt alle diskriminiert. Kämpfst du da auch mit bei denen? Wir müssen diese Gesetze, wir müssen die Diskriminierung bei mir reduzieren, weil das sonst einfach eine Katastrophe ist. Jetzt wird das auch nicht besser. Wir haben einfach zu viel. Wobei, es sind gar nicht so viele. Aber Hälfte halt. Ich zweifle, was hat ein Freevi für eine Eigenschaft? Ist er auch irgendwie so ein bisschen degeneriert so? auch ein bisschen degeneriert. Eine Statue von Kaiserfilm wurde in Auftrag gegeben und hat vorgeschlagen, dass sie stolz in der Westslowakei aufgestellt wird. Da kommt auch Österreich erhält Statue der Monarchen von Vera Prestige, aber dann werden die Produkar. Katholische Kirche erhält missbilligt das nicht aufstellende Monument. Interessensgruppe. Ein Monument eines Kaisers würdig, das machen wir, das finde ich gut. Der Versuch, der Osmanischen Reich Ägypten die Kontrolle über die Levantane abzuringen, ist zu einem internationalen Zwischenfall geworden. Ja, was anderes kann ich da doch nicht erwarten. Wir haben kein Interesse an der Krise, wir haben andere Probleme gerade. Ja, ne? Sind es aber ganz schön direkt, ne? Ägypten und das Osmanische Reich, wir sind neutral, das ist nicht unser Problem. Wir kümmern uns darum nicht gerade. Zwischen Baden und Württemberg ist wichtiger als ich muss das Gesetz nationale Überlegenheit abschaffen, ja, auf jeden Fall. Das muss ich ganz dringend machen. Das ist irgendwo. Ich mache offenbar richtige Dinge. Wo schon, das müssen wir abschaffen. Wir müssen es nicht steigern. Ich habe eine Frage. Tut mir leid, ich komme irgendwie immer nur hier in den Channel, um Fragen zu stellen. I'm very sorry. Gibt es irgendwie eine Liste mit den genauen Bedürfnissen der einzelnen Bevölkerungsgruppen, wo man eine bessere Übersicht hat? Weil ich finde diese Liste nicht. Ranger ist dein bester Freund in dem Fall. Der hat sich da auch schon sehr drüber... Nochmal? Was? Liste von Bedürfnissen der Bevölkerung. Oh, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ist das Sarkasmus? Ja, das ist mega komplex, ne? Also, Ranger. Ihr müsst auf links auf Bevölkerung gehen. Da bin ich. Dann auf detaillierte Liste. Da bin ich. Dann machst du irgendeine von diesen Oberlisten auf, also zum Beispiel Bauern. Nee, die interessieren mich nicht. Ich gehe auf Bürokraten, ja. Ja, und dann hast du ja diese einzelnen Leisten. Die habe ich auch schon gefunden, ja. Gehst du bei den einzelnen Leisten einmal über verarmt oder was auch immer die sind, drüber? Ich habe jetzt norddeutsch, protestantisch, nordtransylvanisch Regierungs... Nee, das rechts müsste was stehen mit einer Zahl. Leidlich. Klammern. Lebensstandard, ja, leidlich, jawohl. Dann pinnst du dieses Pop-up einmal an. Ja.
Und dann gehst du ganz unten in der letzten Zeile über die prozentuale Veränderung vom Grundpreis. What? Durchschnittliches Jahreeinkommen pro Pop und da dann drauf, oder? Da kann ich nirgendwo draufklicken. Nee, da drunter. Die Pops nee, zahlen im Schnitt XYZ pro, Prozent. Da gehst du drüber und setzt die, die was? Fest. Entschuldigung, ich bin nicht... Also ich kann den nicht festsetzen. Ich habe das nicht... Achso, du meinst bei Lebensstandard oder wo? Genau. Nee, warte mal, du bist diese jetzt... Diese Pops jetzt zahlen im Schnitt. Ja. Teile. Ja. Das ist die letzte Zeile über der... Und dann hast du da so ein Geldzeichen mit einem Prozentwert. Und bin ich komplett blind? Diese Interessensgruppe, diese Pops zahlen, ich sehe das nicht. Da drunter? Da drunter müsste es sein. Zahlen im Schnitt. Ja. Diese Pops zahlen im Schnitt XY im Vergleich zum Grundpreis. An Steuern, was er für Popbedarfe reduziert. Genau, da musst du über den Prozentzahl rübergehen. Ja. Ach du heilige Scheiße. Und da steht dann alles drin, was die jeweilige Gruppe braucht. Da sollte noch mal ein bisschen nachgesteuert werden im Fenster. Ja, jetzt weiß ich, warum ich es nicht gefunden habe. Ja, man muss aber auch sagen, das braucht man eigentlich nicht wirklich. Ich finde, man sollte eigentlich, der wichtigste Überblick ist der Marktüberblick. Und wenn da Preise halt über, und du siehst ja links oben sind die Grundbedarfswaren und dann gibt es halt noch die Luxuswaren. Und wenn da Preise halt über dem Marktdurchschnitt sind, bedeutet das, deine Pops müssen halt sehr viel Geld dafür ausgeben und das senkt im Prinzip die Möglichkeit, ihren Lebensstandard zu erhöhen. Und da siehst du die Problemfälle. Also wenn hier zum Beispiel in Preußen 32% teurer als Durchschnitt ist, weißt du, das ist schon mal das größte Problem deiner Pops. Lebensmittel. Alles klar, das heißt, ich schaue mir... Gar nicht so sehr auf die so im Detail anschauen. Also die Marktübersicht ist meines Erachtens die wichtigste. Jawohl, dann gehe ich eher mit der Marktübersicht. Aber ich bin schon so ein bisschen verzweifelt, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, okay, wie mache ich meine Mittelschicht glücklicher? Wo finde ich das, was die wollen? Aber also dafür finde ich es wieder wichtig, weil ich weiß halt nicht auswendig, welche, sag ich mal, Wirtschaftsschicht was braucht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ganz gezielt nur die Mittelschicht stärken möchte und nicht die Unterschicht, dann reicht mir die Marktübersicht ja nicht, wenn ich nicht weiß, welcher Aspekt für welche Schicht wichtig ist. Wenn ich jetzt kein Utopia bauen möchte, sag ich mal. Das stimmt, aber am Ende konsumieren sie Ähnliches, bloß halt mehr. Wirst du sehen, also die Verteilung, das sind ja alles dieselben Güter, bloß mehr quasi davon, okay. Ja. Ist ein bisschen verschoben. Also ich weiß nicht, wie die anders zu sehen, aber ich meines Erachtens für den wirklichen Spielfluss ist das nicht so entscheidend. Du hast absolut recht, du hast absolut recht. Ja, du hast recht, aber ich sag's mal so, ich bin Spieler, ich muss wissen, was diese Grundbedarfe dann bedeuten. Also ich muss wissen, was soll das umfassen. Einfach so, damit ich selber für mein Understanding das hab. Ja. Aber ist halt auch dann nur für diese Leute, die sind im Detail da rein. Aber ich habe das am Anfang auch wahnsinnig gemacht, Ranger. Ne? Also ich habe das war ja auch in meiner Lernkurve. Ich habe da so eine Emoji-Kette habe ich mal Ranger geschickt, um zu zeigen quasi, wie ich mich gefühlt habe. Und das war dann so der Moment, wo ich quasi gegangen bin, als ich es nicht gefunden habe. Aber am Ende merkt man braucht es nicht. Herzlich Frankreich. Möge Preußen bitte aufhören, mir mein Eisen zu klauen, zu kaufen. Nein. Das ist mein Eisen, ich brauche das. Ja, werden Sie froh, dass Sie das. Nicht alles von Ihrem Hafen, von Ihrem Markt Sie wegkaufen. Sie kaufen schon Werkzeug, Sie kaufen preußisch, hannoverisches Eisen. Das ist ja absolute Frechheit hier. Ja, ich werde jetzt mal Ihren Markt genauer unter Augen halten, was da so passiert. Kannst du doch den Export hochschrauben, also die Zölle hochschrauben? Habe ich schon gemacht. Okay, alles klar. Zölle hochschrauben direkt gegen Preußen. Reagiert. Naja, aber... Alles in letzter Zeit... Weil es in letzter Zeit so ein bisschen württembergische Kritik hier gegeben hat, hat sich der württembergische König überlegt, dass wir ein neues Landesmotto einführen. Und zwar nicht mehr The Land, sondern ab jetzt, wir sind halt so. Ich hatte noch nie so positive Musik, wenn ein Pop-up kam. Das heißt, jawohl, Nationalismus freigeschalten. Super, freut mich. Das ist ja toll. Ist bei mir jetzt auch schon öfters erwähnt worden, dass die Musik als sehr entspannt und sehr angenehm angesehen wird. Also wirklich gut. Ab wie viel Prozent teurer als generell würdet ihr sagen, ist es kritisch, dass ich sage, also so ab 5%, ab 8%, ab 10%? Also ich würde sagen, so über 20%, da agiere ich. Also davor ignorierst du es. Naja, also wenn du nichts anderes zu tun hast, du musst halt Prioritäten setzen. Und du willst halt deine Wirtschaft immer im Laufen halten. Das heißt, du musst die hochpreisigen Güter drücken.
Und das, dann fängt man nicht mit irgendwas an, was 10% ist, sondern eher das, was 50 ist. Ja, gut. Das ergibt Sinn. Es gibt natürlich auch so ein paar Luxusgüter, die jetzt nur ganz wenige benötigen. Da muss man vielleicht nicht reagieren und dann macht eine Importroute oder sowas. Aber da würde ich halt abschichten nach Prämie. Und in unserem Markt ist halt 32%, liebe Preußen, liebe Bayern, Lebensmittel ist nicht gut für uns. Wir arbeiten daran, Württemberg arbeitet daran. Wir haben bereits schon unsere zweite Lebensmittelfabrik auf den Weg gebracht. Ja, sehr schön. Endlich. Frivi, ich mache ja, jetzt... Ja, Frafi? Wir sind ja immer noch Brüder im Geiste. Ich warne dich ja immer vor den Württembergern und informiere dich über den Stand der Kosten. Ja. Ich mach's mal aktuell. Arbeiten jetzt daran, dass wir mehr Papier bekommen. Gerne. Nahrungsmittel haben bitte wir langsam, auf jeden Fall. Damit ich's genau mitgeben dann lasst uns an Möbelfabriken auch arbeiten. 1000. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Und ich versuche das auch eher da noch draußen. Ich werde jetzt mal Lübeck ein bisschen näher besuchen. Hierhin möchte ich das packen. Hier sind wir ja generell am Arbeiten, damit wir das hier stückchenweise ein bisschen besser in den Griff bekommen. Die Radikalität wird immer schlimmer. So. Keine laufende Forschung. Okay, wir brauchen... Wie geht's denn eigentlich meiner Tochter? Ja, die freut sich schon, bald Großherzogin zu sein. Ach, schön. Multicore, das brauchen wir, glaube ich. Das brauchen wir. Oh. Okay. Mecklenburg? Es wird immer schlimmer. Ja, ja, das ist warum? Genau das, was ich sagte. Ja. Wahrscheinlich immer noch wegen der Diskriminierung, oder? Schön... Ja. Ah, die Franzosen sind auf meiner Seite sehr gut. Diskriminierung ist ein ganz großes Problem, was die Radikalität angeht. Wieso? Das bedeutet, wie lange braucht das denn jetzt noch? Ja, 93, Dings probieren haben wir schon mal. Das ist schon mal ganz gut, glaube ich. Wieso? Nein, noch nicht. Nein, wieso? Was? Wir sind überall neutral. Das interessiert uns alles nicht für heute. Teil des Krieges? Was war mit Schwachsinn nochmal? Was, ein Bündnis in Preußen mit Lübeck? Wie kommt das denn? Warum habt ihr das nicht gesagt? Das, weil wir... Haha, wo sehe ich denn die Forderungen von Gruppierungen? Also ich habe ja zum Beispiel gesehen, dass einige Leute sich hier radikalisieren, weil Protestbewegungen nicht gehört werden. Wo sehe ich denn meine Protestbewegungen in der Übersicht, damit ich mich mit denen auseinandersetzen kann? Muss ich das auch über den Reiter hier aufmachen? Also muss ich quasi hier... Also ich sage es mal das so, das kann ich nicht wenn anklicken. Das diplomatische Spiel vorbei ist, dann müssen Sie mich darüber informieren, weil ich sehe es nicht mal, dass das diplomatische Spiel hier stattfindet. Ah doch, da oben kann ich nochmal. Ihr müsst euren Blick aus Russland weg nach Deutschland richten, mein lieber königlicher Freund. Wahrscheinlich auch bei Politik, I guess, dann... Das einzige Problem aber ich sehe hier ist, wenn jetzt gegen Lübeck der Krieg beginnt, Gesetzeshüter, der wird ja nicht vorbei sein, solange ich nicht kapituliere. Das sind die Dingskosten. Ah, meine Autoritätskosten sind so ein bisschen am Arsch. Quasi die runtergehen. So, die Reform ist im Gang. Das ist wundervoll. Tut, und wir wollen jetzt hier bei nationaler Überlegenheit. Hoffe ich zumindest. Wollen wir halt. Oh, das können wir halt noch nicht, ne? So, Leute, ich habe jetzt das Patentbrennverfahren erfordert. Das ist keine Chance, dass wir das machen. Wissen, das finden die Leute nicht gut. Der meiste und beste Alkohol produziert wird hier in Bayern. Ist es nicht die Ungarnfrage? Nee, Ungarnfrage ist nur ein kleiner Miniteil. Das ist für euch eine relevante Information. Ja, großartig. Dankeschön, Daniel, für die 35 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Nee, beim Militär hast du ganz andere Aspekte. Das ist was anderes. Es ist viel komplizierter als Crusader Kings 3. Also es ist viel komplizierter als Crusader Kings 3. Meine Legitimität ist auch am Arsch. Ist auch okay so. Ja, die mobilisiere ich auch nicht. Ja, und dann ist es auch gut, weil das bringt dir dann kostet dann nichts. Kostet kein Gold. Ach, hier sehe ich Gesetze, die nicht unterstützt werden. Und die Front bleibt ruhig.
Hier sehe ich's. Ich hab's gefunden. Warum habe ich das nicht gesehen? Ich hab's gefunden. Das muss ein standardmäßiges Bündnis von vornherein sein. Kopfsteuern finden die Leute nicht so gut. Sie wollen Verbrauchssteuern. Was passiert eigentlich, wenn man... das, ich habe gerade gemerkt, ich habe es einfach mal gemacht, mal schauen, ob das ein Problem wird. Ich habe jetzt Dienstleistungen besteuert. Ist das eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Ich mache das schon sehr lange. Es bringt sehr viel Geld. Ja, das macht die Frage ist meistens ganz okay. Ja, das ist halt alles. Es ist halt auch ein Bedürfnis von Pops. Und von allen auch, ne? Also von fast allen. Das heißt, du besteuerst quasi jeden. Mhm. Und ja, kann man auch nicht gut finden, sagen wir es mal so. Auf eine sehr gute Weise. Das Dankeschön, Session für alle das Teure. Ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Tendenziell ein bisschen schlechter erfüllt werden. Heißt, sie bleiben ärmer und werden weniger wohlhabend, um irgendwie auf Ideen zu kommen, dass Monarchie keine gute Idee ist. Ja, nein. So würde ich das nicht formulieren. Ich würde eher sagen, sie sind pissed. Genau. So wäre es zumindest bei mir gerade. Aber danke, bayerischer König, ihr habt mich auf die Idee gebracht, dass ich natürlich auch Dienstleistungen besteuern kann. Werthers Württemberg, könntet ihr eure 25 Bataillone bitte hochbringen an die Front, auch als zusätzliche Unterstützung, anstatt den Krieg uns fechten zu lassen? Ich würde das sehr gerne tun, aber vielleicht, das ist kein Gameplay. Wir müssen die Radikalisierung reduzieren. Weil ich keine Landverbindung habe. Ich kann diesen Krieg nicht kämpfen. Ab jetzt. Seitdem Baden gefallen ist. Also ich zeig's auch gerade eben, es ist nicht möglich. Hm. Warum, weiß ich nicht. Ich würde es tun, aber es geht nicht. So, bin jetzt sehr, sehr gespannt, was gleich passiert. Es ist niemand anderes mit eingestiegen. Oh nein. Preußen bleibt hoffentlich in die Garnison. Meine Bataillone üben ein bisschen an der Grenze, ist alles gut. Jetzt mal gucken. Das Blöde ist... Working da, oder? Das Blöde ist, also vielleicht auch nochmal so eine Info. Was passiert hier noch? Eine Info an den... Warum hat Österreich schon wieder Korruptionsvorwürfe? Würde Preußen jetzt gar nicht dabei sein, könnte es nämlich sehr wahrscheinlich sein, dass Lübeck einfach sagt, wir geben auf und dann gibt es gar keinen Krieg. Das ist nämlich das Coole an diesen diplomatischen Spielen, dass man auf diese Art und Weise auch ohne Krieg an Sachen kommt. Ich merke derweil, die Zahl der Radikalen geht schon ziemlich hoch, seitdem ich Dienstleistungen besteuert habe. Vielleicht lassen wir das doch nochmal irgendwie. Siehst du auch, wenn du über die Tooltips gehst oben und dann nochmal auf die Zahl der Veränderung gehst, siehst du, warum die sich wie verändern. Bei mir zum Beispiel sinken die Radikalen, weil ich den Zuwachs von Lebensstandard habe. Bei mir ist Rückgang des Lebensstandards, aber es ist witzigerweise eigentlich nur ein kleiner Teil. Die meisten werden, also es ist schon ein beträchtlicher, also es sind 28.000, aber 50.000 wegen Diskriminierung. Willkommen in Bayern. 1,5 Millionen, willkommen in Österreich. Und hier wollen sie noch ein Armengesetz. Was macht denn das? Es ist absolutely pain. Der zweitbeste Grund, warum bei mir die Radikalisierung aufhört, liegt daran, dass sie sterben. Das ist die Art und Weise, wie ich dagegen klag. Es ist eine Katastrophe. Also für die meisten Adligen wäre das völlig in Ordnung gewesen. Das ist eine schwierige Geschichte. Die erste Schlacht um Lübeck. Ja, die Diskriminierung ist bei uns immer noch das Riesenproblem, ne? Also wirklich, wir müssen uns ganz dringend um diese Diskriminierung kümmern. Ich könnte ein Armengesetz beschließen, die Gewerkschafter wollen das, aber es hat eine 6% Chance. So, wir können hier auf... Das ist nicht viel. Ja. Das ist nicht viel. So, nein. Aber eigentlich, also ich will ja... Wir wollen nationale... Also mein Armengesetz ist halt Freibier. Nein, wir wollen ihn nicht abschaffen. Ich finde, es passt zu meiner Freibiermonarchie. Nationale Werte pushen. Das Problem ist, solange wir wollen überall nationale Werte pushen. Es ist schwerfallen, so viel Alkohol zu produzieren, dass der Preis so krass sinkt, dass es überall einfach. Watch me, Steinwallen! Nationale Werte. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Wir pushen das einfach überall. Dankeschön, Admantoros, vielen Dank. Unsere Zentralbanken.
Freigeschaltet. Moment, habe ich gerade Freibier für alle gehört? Ja, natürlich. Ja, geil. Das ist ja ein anderer Markt. Geil. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Schweiz kann leider nicht profitieren von meinem Freibier. Ja, ja, der Lebensstandard, der Lebensstandard ist unser, müssen wir die Beziehungen ein bisschen verbessern. Das werden wir noch hinbekommen, oder? Ja, das kriegen wir schon hin. Sehr gut. Moment. Wir müssen noch mehr Freibier produzieren. Das Lustige ist, ich habe den Beziehungsreiter gefunden und ich habe, ich ohne dass es die Bier mitbekommt, Hust, Hust. Nein, was tust du schon wieder? Nein. Ich verbessere nur meine Beziehung zu dir und die Beziehung zu Österreich, also zu dir, zu Österreich natürlich, und die Beziehung ist mittlerweile herzlich. Aber ich habe das auch in Auftrag gegeben. Also das ist quasi ein zweigleisiges Gleis. Ich habe auch meine Beziehungen mit Bayern und mit Preußen versucht zu erhöhen, weil ich mir dachte, alles, was direkt nebenan ist und ähnlich tickt, das mögen wir. Ja, ich glaube, Bayern total und Österreich sind einander sehr ähnlich. Das klingt gut, ja. Das klingt wundervoll. Ein bisschen Schokolade würden wir auch annehmen in Österreich. Vielleicht hätten wir dann nicht 2,8 Millionen Radikale. Hast du 2,8 Millionen Stück Schokolade? Ey, momentan glaube ich null. Wobei, ich hätte hier ein Kegifrett, aber das esse ich gerade selbst auf. Deswegen, das wird schwierig wahrscheinlich. Ich kann sie mit der Post noch schnell schicken. Oh. Hui. Wie viele Loyale habt ihr denn eigentlich bei euch so? 600.000. 50.000. 11.000. 65.000. Also 600.000 ist auf meine Größe nicht viel, ne? Gut. Viel entscheidender ist, dass ich 343.000 Radikale habe, aber das sind alles Badener. Ja, schieb's auf die Badener. Wo kommt das wohl her, Murph? Wie unbegreiflich. Die müssen sich einfach nur an die neue Situation gewöhnen. Ich meine, der Krieg ist noch nicht mal rum. Die müssen einfach nur. Das gefällt mir. Das ist die perfekte Formulierung für diese Dinge. Ja, ich bin eine knallharte Autokratie, Pia. Ja. Das Schlachten zwischen uns. Was passiert hier? Ach so, ich weiß, was passiert. Ich greife aus Versehen an. Ah, das kennen wir irgendwoher. Aus Versehen angreifen. Aus Versehen. So, Leute, die. Stop! Scheiße. Okay. Die Freibier-Monarchie kann jetzt anscheinend bald. Wir brauchen ganz dringend Holz. Ich kann den Sozialismus noch lange nicht erforschen. Wir brauchen Jahre ganz dringend Holz. Das ist suboptimal. Lass uns in Kroatien Holz abbauen. Ja, ich habe mich gerade schon gefreut. Ein Reich haben. Frivi, das ist hier nicht meine Absicht. Einfach noch ein bisschen mehr Holz bekommen. Aha, weil das ist bei uns völlig für den Arsch. Und das brauchen wir für das Papier auch. Und wir brauchen ganz dringend mehr Lebensmittel. Die Lebensmittelgeschichte ist eine ganz, ganz schlechte. Das eine Bataillon kann gut mit meinen 43 Bataillonen üben. Meinst du, die anderen gucken halt einfach zu, Ranger, ne? Und feuern an. Es kostet gerade alles Geld. Wir ändern das jetzt mal. Wir gehen jetzt mal in. Aber wir brauchen ganz, ganz dringend einfach mehr Nahrung. Jetzt dürfte nichts mehr passieren. Wir brauchen ganz dringend ganz, ganz viel mehr Nahrung. Was sagt das eigentlich bei uns, dass auf dem preußischen Markt gerade Sprengstoff die begehrteste Ware ist? Das ist eine Lüge. Und wenn, dann ist es gut. Also tatsächlich braucht man das eigentlich nur für Bergbau. Lebensmittelfabriken wollen wir auch erhöhen. Und dann niemand würde intensiv in den Bergbau investieren, um dann hinterher damit Waffen zu bauen. Niemand. Ah, natürlich hoffe ich, nicht. Dass das besser niemand. Wird. Irgendein Politiker ist gerade gestorben. Wir waren es nicht. Wir haben noch nicht den Ersten Weltkrieg. Alles gut. Solange es nicht der Kronprinz war. Ist doch alles gut. Ja, ein bisschen früh wären wir da noch dran dafür, aber ja. Ja, wir sind mit allem ein bisschen. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Eine kurze Frage, weil vorher das Thema war, wie viele Loyale oder Loyalisten und so weiter, wo habt ihr das gesehen? Oben, unter deinem Geld, wird es quasi angezeigt. Da gibt es einmal die mit Herz und einmal die mit Faust. Ja, hab ich schon, danke. Will jemand 3 Millionen Menschen aufnehmen? Nein, ich verursache nicht 3 Millionen Flüchtlinge, das ist nicht die Formulierung. 3 Millionen Menschen aufnehmen, die auf freiwilliger Basis lieber woanders leben würden wollen. Moment, wenn du die alle nach Tirol packst und mir Tirol dann so gibst, dann nehme ich das. Also 100.000, Tirol das Problem ist.
Es gibt im Forschungsbereich oder in diesem Forschungsbaum eine Sache mit Grenzen schließen. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut, wenn ich das irgendwie dafür wähle. Ich dachte, unser Umgang ist herzlich. Ja, natürlich. Zwischen uns. Aber das niedere Volk, das ist jetzt... Also ich starte mal einen weiteren diplomatischen Versuch, mit dem preußischen König zu sprechen. Ja, was wollt ihr, Alunke? Also, ganz gerne unter vier Augen mit Ihnen korrespondieren hier. Nun denn, Kutscher? Ach nee. Ja, das hätten wir auch organisiert. Meine Dienstleistungssteuer ist schon weg. Die ist schon weg, die habe ich schon längst weggemacht. Sind 3 Millionen Radikale, die du ausweisen, nicht ausweisen. Ja. Ah, ja, okay. Ja. So, ich exportiere erstmal bayerisches Bier nach Großbritannien, damit der Preis nicht zu billig wird. Was soll das denn jetzt heißen? Also ich meine, einerseits natürlich, na gut, das bayerische Bier soll ja in die Welt kommen. Wir werden schon nachziehen mit der Produktion. Es ist schon gut so, dass auch die Briten, ich habe gerade gesehen, dass auf dem preußischen Markt gerade aus irgendeinem Grund Tee jetzt sehr begehrt wird. Und das finde ich eigentlich nicht okay, dass jetzt selbst hier die Einheimischen dieses komische, unalkoholische Gesöff sich einverleiben von den Briten, statt gutes bayerisches Bier zu trinken. Von daher finde ich gut, dass du umgekehrt jetzt die Briten zu saufenden Bayern machst. Der Markt ist eine Katastrophe. Wieso Mecklenburgischer Markt? Hä? Ach, weil ich mit Preußen bin ich aus dem Markt rausgeflogen. Was? Oh mein Gott. Ja. Was hast du gemacht? Erklär das mal. Warum? Naja, es gab ein kleines diplomatisches Missverständnis. Okay. Ich importiere. Richtig. Erstmal ein bisschen. Dass mit Preußen verbündet ist. Nahrung. Okay. Ein Agreement zwischen uns geschätzten Herrschern, aber naja, dadurch, dass wir formal im Krieg sind, bedeutet das, wir können natürlich nicht in einem gemeinsamen Markt sein. Erklärung an Lübeck, ich aus dem Markt ausgeschieden bin, was jetzt zu einem Einbruch des Lebensstandards der Gesamtbevölkerung führt, ziemlich dramatisch ist. Das heißt also, du exportierst gar nicht bayerisches Bier, sondern wenn du es exportierst... Mein eigenes. Dein eigenes Gesöff. Und, aber das wird hoffentlich gleich wenn dieser Krieg gleich... Wir machen ja noch Gewinn. Es ist ja erstmal alles fein. Die herrschende Interessensgruppe österreichische Architektur, angeführt von ihrem charismatischen Oberhaupt Karl Ludwig von, hat eine Werbereise arrangiert. Die Entscheidung, ob man sich auf das In- oder das Ausland konzentrieren soll, soll erst in der letzten Minute gefällt werden. Und es ist unglaublich, diese Leute mehr für sich selbst oder das Land als Ganzes tun werden. Das glaube ich. Ich glaube übrigens auch tatsächlich, dass es inzwischen schon so weit ist, dass wenn sich russische und britische Soldaten irgendwie jetzt auf dem Schlachtfeld begegnen, wir wollen sich gegen ganz sie, warum kämpfen wir eigentlich drinnen die aber machen, wirklich, das ist weil ja wir echt am Arsch nicht sind. Eine gute Situation für die. Also was denen da läuft dieser Krieg, der läuft immer noch, ne? Ja. Ja und die Briten haben schon 270.000 Tote. Ja. Inzwischen sieht es auch echt nicht gut aus für die Briten. Okay, also es hier gibt wird insgesamt ausgebaut. Schon eine 500.000 Tote. Das wird besser langsam. Auf allen Seiten. Ach, und ich guck nochmal die preußischen. Meine Kosten. Bürokratie ist am Arsch. Schön, warum ist meine warte Bürokratie mal. Jetzt plötzlich am Arsch? Wo sieht man das, Steinwein, dass ich die Kosten von ihm sehen kann? Bei X-Kosten. Weil ich zu viel verbraucht habe gerade, ne? Warte mal, jetzt muss ich mit dir reden. Der Friedensvertrag ist unterzeichnet, hervorragend. So, und jetzt Preußen. Also, du hast jetzt Schleswig-Holstein erobert. Nein. Alles andere sieht ja gut aus eigentlich. Ah. Aber meine Legitimität geht halt verloren, wenn ich so weitermache. Ich frage mich halt jetzt, ob Bayern auch mal was erobern sollte. Das ist alles aber nicht so schön. Meine Legitimität rockt halt immer weiter. Ja. Wenn ich das reformiere, aber was bekomme ich Hessen denn? Haben? Ist doch die andere Kassel. Da könnte ich jetzt quasi noch weiter pushen, theoretisch gesehen. Weißt du, das ist direkt neben Frankfurt und Frankfurt ist so ein Problemviertel, habe ich gehört. Ach du heilige Scheiße, das ist alles so... So das, schwierig. Ich meine, ist halt, man weiß halt immer nicht. Ich glaube, wir müssen erst mal schauen, dass die Leute, so dass wir die Bürokratie fixen. Und dann schauen wir mal. Und derweil. Derweil wird erstmal ein bisschen weiter der Profit erhöht. Glaube ich. Okay, die wollen auch nicht, dass das geändert wird. Ich brauche halt irgendwas, was ich hier potenziell ändern kann, damit sie halt mechanische Werkzeuge freigeschalten.
Präzisionswerkzeuge für Möbelfabriken frei. Das heißt, ich kann die Produktionsdinger verbessern. Ich muss ganz dringend Pipi machen gehen. Ich meine. Können wir irgendwo dazwischen eine kleine Pinkelpause einbauen? Bin ich die Einzige, die schon eine bräuchte? Wann möchtest du? Also, ich habe ein Kleid an und weiß noch nicht genau, wie ich damit aufs Klo gehe. Ich bin dankbar für einfach vielleicht 5 bis 10 Minuten, die irgendwann mit eingeplant werden. Sonst hätte ich gesagt, ich sprinte schnell, aber ich glaube, wenn ich sprinte, haue ich mich aufs Maul. Wir können gerne jetzt 10 Minuten machen, wenn du willst. Ja, sag einfach Bescheid. Sag einfach Bescheid. Ja, sonst hätte ich jetzt eine gemacht, wenn das für euch in Ordnung ist. Alles gut. Mhm. Ja, ist doch gut. Ist 19 Uhr. Sind wir schon 2 Stunden live. Machen. Warum nicht? Ja. Perfekt. Dann drücke ich ganz frech. Oder Ranger war schneller. Wundervoll. Aber das endet nach 30 Sekunden? Oder wie sehe ich das? Dann kann man wieder weitermachen. Ah, okay. Wie bei CK3. Das ist wie bei CK3, ja. Ich laufe schon mal. Ich brauche wahrscheinlich eh lang. So, ich bin gleich wieder da, Chat. Erstmal. 10 Minuten oder was? Ja, 10 Minuten. Ja. Jo, bis gleich. Bis dann. Bis gleich. Das hat gar nicht so schlecht funktioniert mit dem Pipi machen gehen. Ich habe mir jetzt auch noch Edelmarzipan hier geholt mit Lebkuchengeschmack und Schokoladenlebkuchen. Und ich habe ein neues Getränk und ich bin bereit, weiterzumachen. Dankeschön, Ferrari, übrigens für die 12 Monate. Dankeschön, Turtle Squid, für die 100 Bits und Mosche für die 100 Bits und Froggenheart für die 4 Monate. Und Sambor Zack, vielen lieben Dank auch an dich. Dankeschön für den Support und auch danke an alle Follower, die gerade neu hier reinkommen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Halleluja. Das ging ja voll schnell. Ja, das ging viel besser, als ich dachte. Ich habe einfach mein ganzes Kleid über meinen Kopf gehoben, gefühlt, und dann ging das mit dem Pinkeln. Jetzt brauche ich aber hier noch irgendwie eine Schere oder so. Ja, das geht nicht auf. Okay, doch so. Eine kleine Marzipan-Lebkuchenkugel. Weltklasse. Dankeschön, Ozin, für die 6 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ah. Dankeschön, Amstruck. Ja, es tut mir selber so leid, dass ich selber das Gefühl habe, so dermaßen lost zu sein. Ich hätte mich so gern mehr darauf vorbereitet und einfach schon mal mehr davor gespielt, um einfach, ja, ein bisschen, ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr davor gespielt schon, um besser vorbereitet zu sein und das, damit das alles schon ein bisschen besser, ja, dass ich das alles ein bisschen besser verstehe.
Aber dadurch, dass ich einfach nur 2 Stunden Zeit hatte heute, habe ich das Gefühl, ich sterbe mich da gerade so ein bisschen durch. Das ist so ein bisschen der Struggle. Und also das war bei uns, das war nicht Paradox-Fehler, das war actually bei uns intern ein Fehler, weil einfach, wir haben den Game Key schon seit einer Woche, aber bei mir persönlich ist er halt erst heute angekommen und war einfach nicht so gut leider geplant. Und deswegen sitze ich jetzt hier und fühle mich sehr lost. Und obwohl ich sehr viele Videos geschaut habe, ist das trotzdem nochmal eine krasse Überforderung. Ah, ich habe Gold eingelagert. Geil. Dankeschön, Logan. Vielen lieben Dank für... Dankeschön. Dankeschön. Für 25 Subs. The fuck. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Okay. Und Dankeschön, Kaiser Lukas. So. Boah. Ich glaube, mehr Regierungsverwaltungen könnte possibly echt the way to go sein, ja. Das könnte echt the way to go sein. Sollten noch so einen Bausektor mehr haben. Dankeschön, Kijel, für die 23 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Österreich ist aber auch so groß wie alle anderen zusammen, stelle ich mir auch echt schwer vor. Ich habe auch gefühlt keine Übersicht darüber. Also es fühlt sich alles sehr random gerade noch an. Diese Radikalen machen mich fertig. Also die machen mich echt extrem nervös. Die Produktionsmethoden kannst du noch ändern. Inwiefern kann ich Produktionsmethoden ändern? Passend für das Event heute habe ich ein Kleid an. So ein viktorianisches. Und eine Corsage, wegen der ich gerade sitzen muss. In den Fabriken kannst du die Methoden ändern. Ah, ich könnte es auch noch subventionieren. Wenn ich subventioniere, würde ich ja damit das auch noch mal pushen, oder? Was dafür sorgt, dass wir das auch noch mal verbessern. Also wenn ich jetzt einmal gucke, dann ist eine der größten Probleme, die wir haben, ist Papier und Nahrung und Holz. Ich glaube, hier hinten sind wir jetzt schon... Das ist die Regierungsverwaltung. Irgendwo hier bauen wir ja schon genau Möbeldingsterbumster, Holzfällerlager und wir könnten, das können wir subventionieren, damit wir die Holzproduktion noch ein bisschen billiger umsetzen, damit das den Lebensstandard erhöht. Die Steuern noch weiter senken, meinst du? Das wäre auch eine Idee eigentlich, ja. Aber wenn ich meine Steuern senke, dann mache ich minus 24,7k. Also 24,7 weniger als jetzt. Dann würde ich nur noch 2k machen. Das ist halt gar nichts. Das kann ich nicht bringen. Das ist halt zu wenig. Also das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Aber ich bin am Maximum meiner Reserven. I see. Ich kann nicht mehr Reserven haben.
Dann probieren wir es. Dann probieren wir es. Schauen wir mal, ob eine Steuersenkung hilft. Schauen wir mal, ob das hilft, yo. Dankeschön wegen den ganzen Subs, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank. Okay. Was fehlt uns noch? Doch, doch, Militär braucht auch Geld. Aber Militär baue ich gerade noch nicht. Bringt mir auch nichts. Wäre auch eine Katastrophe, das umzusetzen. Das weiß ich schon, Carla. Das weiß ich schon. Dass das bei mir durch die Diskriminierung passiert. Aber dadurch, ich kann nur ein Gesetz auf einmal verändern. Und ich habe die Berufspolizei leider als erstes Gesetz ausgewählt. Und ich kann, glaube ich, nichts anderes machen, solange ich gerade hier noch an der Reform arbeite, wenn ich das richtig übersehen habe. Ich muss, kann ich theoretisch gesehen, Dankeschön, der Elk, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke. Statt quasi die nationale Überlegenheit abzuschaffen, könnte ich theoretisch gesehen einfach nur die Ungarn akzeptieren. Also könnte ich spezifische Kulturen und Ländern auswählen und sagen, die werden bei uns akzeptiert, statt die gesamte Wahrnehmung zu verändern? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich muss, wenn, dann generell liberaler werden. Weil ich meine, ich arbeite hier schon mit nationalen Werten, also nationalen Wertekampagnen, aber das wird halt 100 Jahre brauchen, bis wir das hinkriegen. Das wird halt, es geht halt nicht über Nacht. Bei Bürgerschaft rein. Wo ist denn Bürgerschaft? Sind alle wieder anwesend? Jawohl. Amoris ja. Und Steinwallen sind noch gemutet. Bin auch schon die ganze Zeit da und labere. ich bin auch wieder da. Ja, das habe ich schon gesehen, aber da kann ich, wie gesagt, da kann ich noch nichts machen gerade. Dann können wir loslegen wieder. Da kann ich gerade noch nichts machen. Wir wollen ja diesen Krieg hier beenden, diesen unwirtschaftlichen. 1,2 Millionen ist gerade der Stand der Dinge. Vielen lieben Dank, Frifra. Ja. Man kann immer nur ein Gesetz auf einmal verändern, oder? Richtig, das wird dann diskutiert. Das läuft dann so ladebalkenmäßig durch. Und dann da hänge ich gerade drin, so seit einer längeren Zeit. Aber dann weiß ich zumindest, okay, dann ist deswegen der Rest ausgegraut, jawohl. Also ich habe einmal, glaube ich, 3 Jahre an einem Gesetz gesessen. Alter. Was für ein Gesetz? Ecke ist, glaube ich, noch AFK, oder? Pia, was für ein Gesetz versuchst du da durchzubringen? Also ich versuche meine Radikalität zu reduzieren im Land und die größte Problematik, die ich an Radikalität tatsächlich habe, ist Diskriminierung. Das heißt, ob ich es möchte oder nicht, ich muss Gesetze festigen, die sich gegen die Diskriminierung stellen, weil sonst werde ich nur noch Aufstände haben. Das heißt, du wirst tatsächlich durch pragmatische Notwendigkeiten zu ein wenig Weltoffenheit und Volksnähe gezwungen. Ja, wir müssen ja nicht übertreiben. Nee, ich habe da auch vollstes Mitleid mit dir, dass mehr als notwendig ist. Ne? Ich krieg halt tatsächlich ein Plus von 1,8 Millionen Radikalen quasi pro Segment. Nur durch Diskriminierung. Das ist nur die Diskriminierung, die macht 1,8 Millionen. Das ist einfach das Zehnfache von allen anderen Dingen gemeinsam. Also ich mache, das ist halt completely crazy und das muss ich halt irgendwie
in den Griff bekommen, wenn man überlegt, insgesamt 1,7 Millionen Radikale, die ich quasi dazu bekomme. Und wenn du das aufbröselst mit dem grünen Plus und Minus und keine Ahnung was, sind es nur ein, also sind 1,8 davon sind wegen Diskriminierung. Also wenn ich Diskriminierung abschaffe, dann mache ich 0,1 plus pro Monat statt 1,7 minus. Das aber bei dir ist die, diese nationale Diskriminierung das Problem, glaube ich, in Österreich. Ne? Mhm. Und dadurch, dass ich halt ja, Österreich-Ungarn quasi bin. Und wenn man halt bei mir schaut, die Hälfte, also wirklich so in etwa 50% meiner Bevölkerung wird einfach diskriminiert von den anderen 50%. Das ist super hart. Das ist das große Thema. Wir sind ja eigentlich in der Zeit der Nationalstaatsbildung und Österreich wurde natürlich dadurch extrem destabilisiert durch dieses Vielvölker-Dasein. Ja. Oh ja. Ja. Mal schauen, ob du das. Politische Thema der Österreicher. Das ist das Hauptthema eigentlich, wenn man Österreich spielt. Wie man damit zurechtkommt. Das Land zusammenhalten, ne? Es ist ja auch meine Hauptaufgabe. Also unter Journaleinträge habe ich ja die Ungarn-Frage als Haupt quasi, als Hauptaufgabe. Und da ist eine der ersten Dinge, die ich erreichen kann, ist, wenn Ungarisch in Österreich keine Diskriminierung mehr erfährt, dann erlöse ich das Ereignis die Doppelmonarchie aus. Ja. Und dafür musst du mal hinkommen. Genau. Das ist alles gar nicht so einfach in dem Spiel. Also egal, glaube ich, als was du spielst. Das ist ein langer Weg. Also so mit dem Fingerschnipsen, das geht hier nicht. Aber das macht das Spiel so geil. Ohne Mist, es könnte für mich mein Lieblings-Paradox-Spiel werden. Sogar noch vor CK3. Schwierig. Mutige Ansage. Ja. Ich würde sagen, das Spiel hat enormes Potenzial. Vor allem, wenn es darum geht, etwas zu tüfteln, zu schauen und so weiter. Auch diese ganze politisch-wirtschaftliche Situation finde ich hochinteressant einfach. Ja, ich habe mal eine Frage an die Leute, die es auch schon mehr gespielt haben. Weil ich weiß nicht, ob ich blind bin. Ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwie ein sehr fundamentales Menü, wo ich dachte, das muss es doch eigentlich geben. Welches denn? Nämlich einfach ein Überblick über alle Ressourcen, die in meinem Gebiet verbraucht und importiert werden. Der Markt. Ja, aber wenn ich ja in Bayern bin. Ja, das ist irrelevant. Ja. Alle Leute bedienen sich bei dir aus dem Gesamtmarkt. Ah, okay. Das ist eine besondere Situation. Normalerweise startet man, wenn man ein Land hat, mit einem Markt, der quasi dein Land ist. Mhm. Dass wir historisch im Zollverein sind, hat man hier quasi eine historische Ausnahme gemacht. Ah, okay. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du zum Beispiel mal keinen vollen Marktzugriff hast, weil du nicht genügend Infrastruktur hast. Dann entstehen Submärkte in einzelnen Staaten und dann hast du dann halt nicht genügend Import und nicht genügend Export in den Markt oder aus dem Markt. Und das ruiniert dir dann unter Umständen deinen Markt in diesem Staat. Aber ja, das ist etwas, was du halt auch nicht in der Übersicht hast. Aber trotzdem, finde ich, wäre es halt schon mal relevant zu wissen, auch für irgendwie Zukunftsplanung, wenn du vielleicht aus einem Markt ausscheiden willst, wie viel Nahrung brauche ich denn für mein Volk? Nicht für das preußische Volk, sondern wenn Bayern jetzt entscheiden würde, ich will einen eigenen Markt, wie viel Nahrung müsste der bringen können? Und das kann ich irgendwie nur machen, indem ich all meine einzelnen Bevölkerungsgruppen da durchging und mir das zusammenrechne, oder? Einfach zu sagen, in meinem Gebiet wird so und so viel Nahrung verbraucht gerade. Ja. Das finde ich schon sehr praktisch zu wissen. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Also ich wünsche mir auch, dass das vielleicht noch nachgereicht wird. Und wenn es halt einfach wirklich nur für diesen Fall, den du gerade eben angesprochen hast, ist, weil das macht man halt auch gerne mal. Ne? Man möchte halt manchmal auch irgendwann mal aus einem Markt ausscheiden, weil ich habe gemerkt, es hat halt auch Vorteile, wenn du selber Herr über einen Markt bist. Ich glaube, das bringt Prestige-Boni und man macht es dann halt einfach mal und dann fliegt dir alles um die Ohren. Ja, genau, weil du gar nicht abschätzen kannst, so wie viel ist denn gerade ich selbst, also wie autark bin ich? Und das finde ich tatsächlich, genau, finde ich schwierig. Aber genau, ich dachte mir schon, dass das Marktmenü das eigentlich ist, aber dass ich natürlich, solange ich auf diesem preußischen Markt bin, sehe ich halt nur das. Ja, warte mal, es gibt, du kannst auf einen Staat gehen, du hast ja drei Staaten, glaube ich. Mhm. Das ist Minus, macht mich wahnsinnig, das kann ich nicht, ich ertrage das nicht mit dem Minus. Staat auf, ich meine, dadurch wurde die Anzahl der Radikalen besser. Keine Ahnung, eine Fabrik. Aber ich will dieses Minus nicht. Da wählen mal in der Fabrik irgendwie ein Gut an.
Ne? Jawohl, ich mach mal Lebensmittel. Ja, und da siehst du zumindest quasi, dann öffnet sich ein Fenster. Und da dann sehe ich in Bayern zumindest. Genau. Siehst du da, wie du produzierst und verbrauchst. Nur, was in Bayern quasi produziert und verbraucht wird. Mhm. Zumindest deine drei Staaten durchgehend. Es braucht 100 Jahre, bis wir die Sachen alle fertig gebaut haben. Wobei das schon, also guter Hinweis auf jeden Fall, keine Kritik an dir, aber schon ein umständlicher Weg. Ja, ich weiß, dass meine Leute dann das Geld haben. Aber ich will drei Staaten durchgehen bei diesen einzelnen Gütern. Man muss, ja, das stimmt, das hast du recht. Aber du bist ja in der Regel als kleines Land sowieso nie autark, sondern wenn du halt einen eigenen Markt hast, musst du halt dann importieren. Das heißt, eigentlich... Konsumsteuer, nee. Ich habe schon das Problem mit zu viel Radikalität. Noch eine Konsumsteuer macht es, glaube ich, nicht besser. Dadurch, dass ja, also, du scheidest zwar aus dem Markt aus, aber das ist ja... Beobachter von außen mag es wirken, als stünden gewisse Menschen fest hinter der Idee eines neuen Gesetzes. Doch hinter dieser Fassade der Einheit schwert schon lange die Zwietracht. Nun hat eine Clique von Abweichlern endgültig genug und hat wegen der Frage nach dieser Reform mit den anderen Mitgliedern ihrer Interessengruppe gebrochen. Das stimmt. Aber es ist trotzdem gut zu wissen. Also man kann dann auch sehen, hier tatsächlich aufgeschlüsselt. Machen wir unsere Portemonnaie auf, vielleicht können wir so einige von ihnen zurückholen. Zum Beispiel durch Popbedarf verbraucht und so viel durch die Fabriken. Das ist schon praktisch tatsächlich. Und ich kaufe die jetzt. Ich kaufe die jetzt und hoffe, dass es hilft. Es hat nicht geholfen. Tatsächlich hat Westfalen zum Beispiel gerade nur 67% Marktzugriff. Weiß nicht warum. Okay. Aber. Dann lass uns das abbrechen. Auch nicht ausreicht. Das heißt, man müsste dann. Lass uns das abbrechen. Die 1% bringen mir halt gar nichts. Sag ich mal, zu erhöhen. Das bringt mir nichts. Genau, das kommt die Einnahmen ins Spiel. Genau. Wir wollen das heißt, ich habe auch bei mir zum Beispiel im hannoverischen Braunschweig, da habe ich dann meine einzige Stelle, wo ich halt ordentlich Bergbau betreiben wir kann mit Blei- und Kohleminen. Aber da ist die Infrastruktur halt bescheiden, im Gegensatz zur Elbe, weil ich halt die Elbe oben im Norden habe, die gibt mir halt dann super viel Infrastruktur, weil es halt ein Fluss ist. Und ich muss halt irgendwie nachher die Waren irgendwie aus diesem braunschweigischen Harzgebiet halt irgendwie an die Elbe kriegen oder generell halt herauskriegen. Kulturen werden aufgrund von Folgen akzeptiert. Teil einer Kulturgemeinschaft mit beliebigen heißt, Hauptkulturen in seinem Land. Ich bin also auf die Eisenbahn nachher angewiesen, weil ich das weiter ausbauen möchte. So, ich glaube, ich habe hier so viel Radikale, dass wir jetzt allmählich mal hier ein bisschen die Bürokratiekapazitäten für die Polizei ausbauen müssen. Sagen wir so. Dafür muss ich mein Freund Frifra Egalitarismus lernen. Ja. Bruder wollte ich natürlich sagen, mein Bruder. Im Geiste. Ich glaube, ich weiß, warum Frankreich so ein Interesse daran hat, Mecklenburg-Sterlitz dort zu halten. Weil anscheinend die Verpflichtungen sehr aber hoch sind. Aber das wäre halt schon mal leichter, oder? Nee, das war andersrum. Also Mecklenburg-Strelitz sah sich natürlich bedrängt und hat die Notbremse gezogen und hat sich quasi Frankreich gegenüber verpflichtet. Und jetzt hat Mecklenburg-Strelitz eine Verpflichtung gegenüber Frankreich. So rum ist es. Aber kulturelle Ausgrenzung ist nochmal eine Steigerung der nationalen Überlegenheit, oder bin ich gerade lost? Ich inzwischen auch gesehen, ja. Aber das wird Ihnen ja jetzt nicht nützen, wenn ich Sie nach Ablauf des Waffens... Teilt eine Kultureigenschaft mit beliebigen Hauptkulturen in seinem Land... Teilt eine Kultureigenschaft, die keine Kultur, Ursprungslandeigenschaft ist, mit einer beliebigen Hauptkultur. Teilt eine Kultur ohne mit beliebigen Hauptkulturen in seinem Land. Preußen verbrennt ja Geld in Russland. Kulturelle Ausgrenzung ist ein. Ja, gerne. Ist ein. Ja. Ein was Besseres? Ich freue mich schon. Aber nach oben wird es schlimmer. Als ob es mal vorbeigeht, oder? Naja. Ja, ja, die Briten wollen langsam nicht mehr. Ah, okay, das heißt, Ethnostaat ist das Schlimmste. Nationale Überlegenheit, Rassentrennung, kulturelle. Das heißt, davon machen können. Damit entschleunigen wir quasi schon. Bauen, ne, Universitäten, Schulen bauen. Von plus 90. Das heißt, das macht es quasi schon besser. Aber die Wahrscheinlichkeit, das umzusetzen, ist halt. Wie bekomme ich die Aristokratie dafür? Dass sie da dafür ist. Ich hätte ja gern mal einen Hafen, muss ich sagen. Ich würde gern mal irgendwie, ich weiß nicht, bayerische dafür, Kolonien in der Welt oder sowas. Ich brauche halt mehr Unterstützung dabei, das umzusetzen.
Jetzt wird's ambitioniert. Was? Jetzt kommt der Größenwahn. Ja, ich konnte bayerische Kolonien in die Welt bringen, aber ich habe keinen Hafen. Bekommt Bayern einen du Hafen? Du möchtest einen Hafen? Millionen, Aufständischen mitnimmt? Ja, ich weiß nicht. Ich habe so Angst davor, was ich jetzt gleich machen werde. Österreich wird gleich zerfallen. Was? Oh mein Gott. Wir scharren schon mit den Hufen. Ich freue mich darauf. Ich meine natürlich mein Beileid. Ich versuche jetzt Gesetze zu erlassen, in der die Diskriminierung reduziert wird. Aber damit ich das machen kann, muss ich jetzt unter Umständen die österreichische Aristokratie enteignen. Oh, cool. Aus der Regierungsform, weil die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, nicht mehr alles und jeden zu diskriminieren. Und das ich habe ein bisschen Angst davor. Also ich stehe gerade eben Pia, wie sie mit so einem Streichholz an so ein Pulverfass ran ja, genau. zündeln. Ich will das also, ja gar nicht. Schau mal einmal Österreich an, wie es war, Leute. Das hier ist das große, mächtige Österreich. Jetzt macht den Klick. Gleich sieht's aus wie Deutschland. Nein. Ich überlege gerade noch. Mein Chat hat gerade gesagt, ich könnte potenziell auch erstmal unterdrücken, statt direkt komplett rausschmeißen. Wertes Württemberg, ihr könnt nun im Krieg intervenieren. Nein, doch nicht. Aber vergesst, was ich gesagt habe. Alles gut. Okay, wir machen weiter Getreide. Was bedeutet das gerade? Also das ist meine Regierung. Das ist meine Regierung, was ich gerade drinnen habe. Das ist meine Opposition. Jawohl. Und das heißt, ich könnte diese Leute quasi mit reinziehen, um meine Legitimität hinzubekommen. Können wir uns irgendwie... Oh Gott, mir wurde kurz... Und das Problem ist aber, das sind meine 43%, die ich gerade habe. Das ist vielleicht wieder zum normalen Reich. Das hier ist meine Regierung. Das ist meine Opposition. Und ich muss meine Regierung jetzt irgendwie so bilden, dass ich es schaffe, die Gesetze so weit zu verändern, dass ich keine Diskriminierung mehr habe. Das heißt, wir müssen hier zumindest auf kulturelle Ausgrenzung runter. Multikulturalismus, das kriegen wir nicht hin. Erstmal, glaube ich, das wird eher schwer werden. Das bedeutet aber auch, wir brauchen, genau, die Aristokraten sind dagegen. Wer ist denn dafür? Die Intellektuellen sind dafür. 30% interessiert's nicht. Kann ich nachgucken in meiner Regierungsform, wer hier potenziell Interesse daran haben könnte? Landwirtschaftlich, partikularistisch, Haltung gegenüber Gesetzeshüter, Nationalmilizen, Arbeitsrechte, Sklaverei, moralistisch. Was haben die? Theokratie, Monarchie, Glaubensfreiheit, sind sie neutral? Staatsreligion finden sie gut? Sie billigen nationale über... Sie sind ganz krass gegen Multikulturalismus. Oh Gott, was haben wir hier? Haben wir überhaupt irgendjemanden, der dafür ist? Nein. Wir haben nur Intellektuelle, die dafür sind. Das war's. Die einzigen, die dafür sind, sind Intellektuelle. Das heißt, das Einzige, was mir übrig bleiben würde, wäre, die Intellektuellen zu stärken. Dann muss ich ja gebildet sein. Warum sind meine Intellektuellen Kriegstreiber? Die Agenda noch voranbringen können.
mehr okay. Ackerbau. Um einmal das österreichische Dilemma zu beschreiben. Die einzige politische Gruppierung in Österreich, die gegen eine nationale Vorherrschaft von einer Kultur ist, sind die Intellektuellen. Das heißt, zwangsweise muss ich vielleicht doch Schulen bauen. Und der Vorsitzende der Interessensgruppe der Intellektuellen ist 40 Jahre alt, süddeutsch und außerdem ein Kriegstreiber. What could possibly go wrong? Mhm. Die Antwort lautet ja. Das klingt nach viel Spaß in den nächsten Jahren. Okay. Sagt sie, wie kann ich die Bürokratie fördern? Also dieser Wert. Natürlich mit Handelsrouten und so weiter nimmt doch der ganze Aufwand zu. Regierungsverwaltung musst du bauen. Regierungsverwaltung. Das findest du unter dem zweiten und Politiklinse. Darunter findest du die. Wo auch die Bausektoren oder die Universitäten sind. Ja. Die machen auch nicht nur mehr Bürokratie, sondern auch Besteuerungskapazität. Also immer mehr Pops, die arbeiten, werden ja auch besteuert. Und das heißt also, du brauchst das für beides. Okay. Ich glaube, das war gerade gar nicht, weil das hat nur noch gedauert, bis es... Aber du kannst mal gucken, Coppeius, vielleicht musst du da keine bauen. Geh mal auf so eine Regierungsverwaltung drauf, klick mal drauf und guck mal, welchen Modus operandi die hat. Du kannst nämlich, das ist zum Beispiel bei mir der Fall... zum Beispiel von Aktenschränken kann ich jetzt hochgehen auf ein standardisiertes Ablagesystem und dadurch bekomme ich automatisch mein mehr Bürokratie. System kostet wiederum mehr Geld. Kickt gerade komplett. Mhm. Also das meine Lebensstandards fuckt gerade komplett ab. Du gehst einfach also in den Staat rein, klickst auf Regierungsverwaltung, das Gebäude. Nein, ich lasse die Steuern jetzt nicht niedrig, das bringt mir nichts. Ganz links, da ich bin generell am Arsch. Aktenkoffer oder Aktenschränke. Da klick mal da drauf, dann hast du mehrere Optionen normalerweise. Das heißt aber, wir jetzt abhängig, ob du geforscht hast. Das ist eine meiner Lieblingsproduktionsmethode, weil es gibt ja der ganze Markt kickt gerade. Halt anders sortierte Aktenschränke. also man erfindet dann quasi das Hängeregister und dann... Das standardisierte Ablagesystem. Importieren. Wir können nicht noch mehr importieren. Wir haben schon so viel Minus in Bürokratie, weil wir schon zu viel importieren. Es braucht einfach zu lange mit dem Bauen. Und dann... Die ganzen Bauproduktionen brauchen einfach lang. Ich komme auf die Idee, dass man sie nach zusammenheften könnte. Aber es kann sein, also ich zum Beispiel... Hab überhaupt gar kein Regierungsgebäude gehabt. Aber die Schweiz, vielleicht hat sie eins. Sag mal, Leute, nur mal so aus Interesse. Findet ihr nicht auch, dass Hessen eigentlich zu Bayern gehören sollte? Nein. Warum nicht? Wie kann also, ich Württemberg meine... ist cool damit. Also, ich finde es genauso richtig, dass Hessen zu Bayern gehört, dass auch Braunschweig zu Hannover gehört. Aber... Aha. Nein. Also ich kann auf jeden Fall den Bayern verstehen und würde natürlich in aller Güte auch unterstützen. Ich muss diese... Okay, damit wird ein Bündnis jetzt mal mit Braunschweig beschlossen. Das dachte ich, besteht doch eh schon, oder nicht? Ja, tut es schon. Der Bausektor ist schon... Die Preußen Württemberg unterstützt Bayern. Diplomatisch. Ja, Eurisierung ganz weit oben. Preußen. Vielen Dank, Württemberg. Ich meine, der Krieg hat euch auch nur 1,5 Millionen gekostet und zahlreiche teure Arbeiter, aber Dankeschön. Ja, ich danke euch natürlich auch dafür. Stimmt, da war ja ein Krieg. Ja, eben, das war nur nebenbei irgendwo in Russland. Kann ich den nicht einfach den hatten ganz, wir schon ganz nach vergessen. Oben ziehen? Ach, schön. Das werde ich in dem Brief an die trauernden Witwen zu Hause schreiben. Kann ich den nicht? Ich muss den... Er richtet Grüße von mir aus. Ja, sehr gerne. Mit Manuel Adresse. Nein. Hoch. Oh Mann. Schieben quasi. So, ich habe jetzt das mal ja zu viel verlangt, dass die herkommen. Ich habe jetzt mal die Dienstleistungssteuer mal wieder abgeschafft, weil doch die Radikalen allmählich so ein bisschen zunehmen hier. Aber ich meine, ich finde Hessen ist halt. Da nimmt die Bevölkerung ab. Die produzieren nichts Sinnvolles.
unter bayerischer Fuchtel könnten sie ja dem Preußischen Reich viel dienlicher sein, weil die ganzen Bausektoren erstmal also hochgehen. Die Leute wandern ja sogar schon schneller aus als Hessen, weil sie steht auch Altlinksklick. Bin ich blind? Deswegen, oh, Altlinksklick. Ja, ich bin blind. Also genau gut. Wie ja auch hier Mecklenburg und Württemberg sich Nachbarn einverleibt haben, um sie produktiver zu machen, würde ja auch Bayern hier nur dem Preußischen Reich einen Gefallen tun eigentlich. Na gut. Das Problem ist, wenn sie sich komplett Hessen schnappen werden, dann sind meine Ländereien wieder getrennt und das kann ich natürlich so nicht hinnehmen. So. Ah. Verstehe. Das ist natürlich... preußischer Freund. Hessen sich auf diese beiden Provinzen nur aufteilt, weil das vom Spiel vorher schon so festgelegt ist. Ja, aber ist das nicht trotzdem so, dass er dann nur diesen Teil erobert? Ja, aber das ist mir nicht dienlich in meiner Politik. Ich werde sowas von... dass ich 1,5 Millionen ausgegeben habe. Sowas von einfach... Ah, verstehe. Zerfallen. Ein treuer Verbündeter in jeder Situation. Österreich wird so verfallen. Ich informiere gerne wieder über die zukünftigen Kosten. Gerne. Was könnte man sich denn dann einverleiben, ohne der preußischen Politik in die Quere zu kommen? Wir können uns dort gerne einigen. Vielleicht kriegen wir dort etwas. Sachsen ist leider, genauso wie Hessen, ein notwendiger Bestandteil für meine... Ich brauche auch Regierungsverwaltung. Ist das Absicht, dass es einmal oben ist? Österreich? Ich werde komplett zerfallen. Frankfurt ist eine schöne Stadt, finde ich. Also... auch gerade nicht gut gewirtschaftet, muss man sagen. Frankfurt verliert gerade Zugriff auf den preußischen Markt. Das Volk wandert ab. Also müsste man, finde ich, eigentlich schon... Da kann man ja was bewirken, wenn man da das bayerisch macht, würde ich behaupten. Absolut. Oder Württemberg. Ach nee, Moment. Bitte was? Ich habe meinen Namen gehört. Alles gut, alles gut. Wir sind natürlich bereit, im offenen Diskurs mit den Bayern dort Lösungen zu finden, denn Preußen ist noch nicht, ist nicht an einem Konflikt interessiert. Zumindest vorläufig. Aber wir haben ja andere Kriege, die wir kämpfen. Ja, dann gucken wir doch mal hier Frankfurt. Müsste ich nicht jetzt Gewinn machen? Ich glaube, die Preußen... Ich habe ja eine Exportroute gerade gestartet. Ich habe schon herzliche Beziehungen mit den Franzosen. Das müsste eigentlich... Ich bin gerade so verwirrt. Ah, entschuldige, ich wollte hier nicht noch andere beraten, so wie ich den preußischen König immer berate. Genau. Ich dachte, sie sind mein privater Berater. Für alle Kosten Vorschläge. Tatsächlich sagt es mir allerdings, dass wir dann mit Preußen verfeindet sind, wenn ich mir Frankfurt hole. Ach, das Bürokratie-Minus macht also da auch das Problem quasi. Ja, perfekt. Moment, okay, erstmal, ob die Diplomatie, ob da nicht irgendwas... ich weiß gerade nicht, ob ich da diplomatisch irgendwas habe. Ich habe einen Verteidigungspakt mit denen. Ah, dann... Hoppala. Schwierig. Ja. Das ist das Problem, wenn man so ein großes Land spielt. Es ist wirklich nicht einfach, den Überblick zu behalten. Ach, doch, klar. Ich weiß auf jeden Fall, wie viel ich im Krieg verloren habe. Ja. Die Särge sind alle in deinem Haus vorbeigetragen worden, ne? Ich bin so überfordert. Teilen Bayern und Preußen gerade Kram heimlich Österreich auf, ist es nicht so heimlich. Es gibt da diese hässliche Exklave Hohenzollern. Ja, ich glaube, die Brotmutter fährt ihre Wirtschaft komplett gegen die Wand. Ich glaube, ihr habt auch gar keine, überhaupt gar keine Verwendung dafür, sehe ich. Also der Stammsitz. Ja, das mit Papier ist auch ganz kritisch. Kümmern. Um den Stammsitz meiner Familie. Natürlich. Also das muss jetzt mal gut verkauft werden. Ja, ich weiß schon, dass mein Bürokratie in Mali immer schlimmer wird. Das ist mir schon, das weiß ich schon. Mieten? Aber wir brauchen das gerade ganz dringend trotzdem. Und mich gut darum kümmern. Und wenn Sie dann irgendwann mal Eigenbedarf anmelden, ja, dann können wir natürlich auch darüber reden. Mhm. Also... ich brauche noch Bedenkzeit, meinen Familiensitz abzugeben. Der ganze also, wir können natürlich auch Markt kippt gerade so hart.
Gar keine Frage. Einfach ich weiß alles. Nicht, ob die Deals mit dir, Mörb, bislang alles so gut waren. Kippt also ich grade. Weiß auch nicht, irgendwie habe ich momentan noch ein Gut. Also ich brauche da jetzt gerade noch keinen Deal nach diesem Krieg, den ich da geführt habe gegen Großbritannien. Ja gut, also wie gesagt, ja, ich versuche die Wirtschaft anzukurbeln. Sichern. Das aber kann ich euch jetzt schon mal zusichern, dann müsst ihr euch darum kümmern. Es braucht halt gerade alles zu lange im Bau, was wir da haben. Ich arbeite daran. Es braucht einfach zu lange im Bau. Wir werden neue Verhandlungen annehmen, sobald irgendwann mal das Getreide dann im positiven Bereich ist. Gut, dann habe ich ja schon mal ein Ziel. Eine Interessensgruppe ist also verlangt die Beförderung von General Karl Ludwig von Vermont und nennt dabei eine lange Geschichte des treuen und effizienten Dienstes. Zu haben. Was möchte er werden? Generalmajor. Wir ein gegenseitiges, einvernehmliches Bündnis einnehmen und ich überlege mir nochmal die Region Hessen und Frankfurt an euch abzutreten. Scheiße. Allerdings müsstet ihr mir dann mit diesem Bündnis auch im Kampf gegen Frankreich damit beistehen. Damit steigere ich weiter die Aristokraten. Ja, das finde ich doch. Aber ich muss es, glaube ich, machen. Für alle Beteiligten eine gute Sache. Ich muss das machen. Dann werde ich mal den sonst geht meine Belieferung. Moment. Ich muss es machen, sonst geht meine Beliebtheit weiter runter. Erst einmal ein Verteidigungsbündnis zukommen lassen, dass ihr das annehmen könnt. Weil ich einfach generell viel zu geschwächt gerade bin, als dass ich mir das leisten kann. Kannst du vielleicht andere Exporte stoppen? Das wäre eine Überlegung, ja. Aber ich exportiere nicht wirklich viel. Ich habe überall halt. Es ist ziemlich schwierig, diese ganzen Unterlagen, die vor allem auf dem Tisch liegen, aber zu durchschauen. Das kann ich gut nachvollziehen. Übrigens, unsere Marktsituation verbessert sich auch. Doch nicht. Ich finde, unser Markt ist schlecht. Schlecht aufgestellt. Warum? Stahl ist unfassbar teuer, Kleidung ist teuer, Holz ist teuer, Kohle ist teuer. So geht's in allen Märkten. Also, das ist nicht nur euer Markt. Operiert und gedeiht. Besser machen. Stahl und Papier sind wirklich zwei echt. Ja. Mhm. Also, Kleidung. Stahl ist bei mir unendlich günstig. 12. Kostet ja, dann kommt hier noch mal einer dort aus Hannover. 61 bei mir. So, Bayern, ihr könnt rum. Kauft doch schon alles aus mir, aus meinem Ländle heraus. Was darf ich mir jetzt alles schnappen? Frankfurt und Hessen. Geil. Ja, dafür kann man ja gern mal dann später ein paar Franzosen klatschen. Das ist, da ist Bayern sehr... Das Schöne ist, die Franzosen ahnen noch nichts. Noch haben sie herzliche Beziehungen zu mir. Vielleicht kriege ich sie sogar reingeholt, dass sie sich ein bisschen schwächen und aufreiben hier. So, komm, Diplomatie. Da bin ich auch dafür. Also Franzosen klatschen muss ich ja auch noch wegen Elsass-Lothringen, ne? Ja, ja. Ich habe super viel Spaß, aber es ist so kompliziert. Mein Gehirn arbeitet auf Max. Wir konnten es uns ja nicht selbst aussuchen. Paradox hat uns ja vorgeschlagen, was wir spielen sollen. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte Bayern und so viel lieber was Kleineres für den ersten Run gespielt als Österreich-Ungarn. Es ist einfach so gigantisch. Ja, ich meine, das hier reicht wahrscheinlich schon, wenn du ist Maurice und das spiele ich. Und es ist so groß. Und es ist so unübersichtlich, weil es so groß ist. Und ich bin so überfordert. Ich werde mal ein bisschen ein paar Sachen abbrechen an Einfluss, die ich mache. Okay, wir bauen hier weiter aus. Ich kann ja derweil schon mal... Den habe ich selber markiert. Beziehungen mit Hessen schwächen, während ich mir Frankfurt hole. Dann kümmerst du dich aber auch um diese Slums dort, oder? Ich habe gehört, das soll schrecklich sein. Ja, also natürlich, das wird bayerischer Wohlstand bringen wir da. Sehr. Nein, ich lasse die anderen Reichen nicht frei. Seid ihr verrückt? Wir sind immer noch Rang 4 der Großmacht. Also wir sind immer noch... Rang 4. Preußen wird uns bald einholen, wenn das so weitergeht. Aber wir sind grundsätzlich immer noch Rang 4. Alles in Ordnung, alles fein. Radikalisierung meiner Leute wird nur immer schlimmer. So, mal gucken, was jetzt da wieder Großbritannien, Russland und sowas dann für Ideen dazu haben. Du kannst jetzt Puppenstaaten behalten. Also. Nein. Nein, das wäre doch grausam. Wir fangen an. Nein, wir machen hier nationale Werte, die wir hier pushen.
Und ach, das wird sicher nicht passieren. Das ist das, was wir wollen und was wir brauchen. Ja, stimmt. Dänemark. So, oh, Entschuldigung. Neigt in Richtung Bayern. Ha. Österreich neigt Richtung Frankfurt. Was macht ihr da? Was machen wir? Was? Ich erobere Frankfurt. Das ist automatisch. Und das Spiel das Spiel ist der Meinung, dass du ein Interesse daran hättest, dich den Frankfurtern im Krieg anzuschließen. Was? Nein. Nein, um Gottes Willen, ich habe ganz andere Probleme. Ihr führt euren Krieg, ich klatsche derweil und versuche nur nicht unterzugehen. Dabei gibt es bei mir Korruption. 40 gegen 1 Bataillon ist aber auch nicht ganz fair, oder? Ja, die können ja auch einfach aufgeben. Das stimmt, das werden sie wahrscheinlich auch tun. Ja. Wenn Hilfe kommt. Okay, das ist echt ein bisschen arschig. Frankfurt hat ein Bataillon. Oh Gott. Du kämpfst ich wahrscheinlich gegen die örtliche Polizeidienststelle. Ja, wahrscheinlich. Aber es hat schon immerhin mobilisiert. Ja, okay. So, jetzt ist die Frage, hole ich mir irgendwen rein? Ja, die Kriminalisierung gegen Diskriminierung hat sich fast halbiert. Das ist ja wundervoll. Oh mein Gott, meine ewig langen nationalistischen Assimilierungsversuche in den ganzen Ländern funktionieren endlich. Dafür radikalisieren sich die Leute jetzt, weil die Lebensstandards kippen. Aber egal. Du machst die Welt besser. Ich assimiliere Österreich-Ungarn zu Österreich. Sehr schön. Ja, Frankfurt. Kannst du mich nicht loben für sowas, bitte? Kannst du schockiert und erzürnt sein? Nein, ich finde das doch gut, Pia. Du machst die Welt besser. Genau wie ich, der jetzt Frankfurt mit Hilfe von wahrscheinlich Frankreich erobere. Mal gucken. Ja. So, also. Okay, jetzt muss ich nur noch die Lebensstandards verbessern. Nur noch, lol. Aber das müsste doch eigentlich... Warum ist denn meine Bürokratie jetzt plötzlich... Ah, weil die Gebäude fertig gebaut wurden. It's beautiful, das ist ja. Frifra? Ja? Ich würde gerne einmal mit euch unter vier Augen reden, falls das möglich wäre. Aber gerne. Ich reformiere kurz noch mal. So, jetzt bauen wir hier Papierfabrik. Es wird jetzt richtig gut. Wir ziehen jetzt richtig an, Leute. Das wird jetzt richtig gut werden. Jetzt sogar, so, wenn Hessen ich jetzt mal ganz kurz schaue. In den Krieg gegen Frankreich. Gegen Frankfurt, um dann später Hessen selbst zu erobern. Na, das wäre doch mal ein Move. Also, ich würde das elegant finden. Genau, hier haben wir überall die nationale Wertekampagne. Das passt wundervoll. Da sehen wir, wo die gerade überall gemacht wird. Das ist ja wunderschön. Das ist doch alles wundervoll. Oh, Steinwald hat aber, glaube ich, recht, was die und Verpflichtungen angeht. Die sind schon ziemlich krass. Wo baue ich denn? Ich baue doch hier. Solange man einem Land verpflichtet ist, kann man keine Diplomatiespiele gegen es beginnen oder sich auch nur einem Spiel anschließen, bei dem man ihm auf der anderen Seite Holzfällerlager entgegenstünde. Das heißt, andere Land könnte... kann eine Verpflichtung einfordern, um einen Diplomatiepakt zu erzwingen oder ein Land entbinden, um es per Beeinflussen auf die eigene Seite zu bringen. Was mache ich denn hier gerade? Also wir haben Lebensmittel, Glasförderung, und Frankreich. Wir haben Holzfällerlage, Kohleminen und so weiter. Was ich? Das heißt, ich möchte hier weil Großbritannien jetzt auf Seiten Frankfurts steht. Was? Ja. Warum? Anscheinend. Boah, ich habe nicht mehr genug Autorität, um das zu machen. Das wird schon alles. Okay, dann müssen wir warten, bis sich die erholt hat. Zuversichtlich, dass sie es gewinnen. Na gut. Werden. Ach was, die haben keine Chance. Na gut. So, ich kann sonst niemanden mehr holen außer Hessen. Das ist aber keine gute Idee. Dankeschön, Weidenbach. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier Frankreich gegen England. Das ist bestimmt das Cap, ja, weil ich einfach zu viel. Aber diese nationalistischen Chill-Sachen, das ist halt auch wichtig. Es wird besser. Also, das mit der Diskriminierung wird besser. Lebensstandard ist jetzt scheiße. Aber Lebensstandard kriegen wir hin mit den Gebäuden, die jetzt alle gebaut werden. Ich glaube, ich muss jetzt einfach nur ein bisschen warten. Hier passieren schon die Papierfabriken, die wir brauchen. Was Kriegsunterstützung angeht, weil die halt so langsam über ihre Nähenge erst kommen und so.
Wenn wir das hinkriegen, dann wird das mit dem Papier so, schon mal besser. Ich sollte trotzdem meine Armee mobilisieren. Was ist das denn? Genau, Papier ist ja massiv hoch. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Nahrung, aber wir müssen halt nacheinander bauen. Senk die Steuern. Ich habe schon Minus. Wenn ich die Steuern noch weiter sinke, wird es noch schlimmer, CB. Ah, hier habe ich meine Leute. Amtssprachen per Gesetz festzulegen, safe, aber das muss ich selbst safe erst lernen. Und so weit bin ich, glaube ich, noch nicht. Okay, der Krieg beginnt. Wir haben halt auch mega viele Bausachen gerade immer noch im Auftrag. Geh an die bayerisch-hessische Front und bring sie voran mit allem, was du hast. Dein Minus ist aber nicht in roter Farbe, also es ist nur temporär wegen zum Beispiel deiner Bauschleife. Ach, merkt man das dadurch? Direkt erobern können, was ja Frankfurt. Oh, gut zu wissen. Pia hortet halt Geld. Der hier erstmal nur den einen hat, bis die Briten überhaupt ankommen. Also das sollte eigentlich. Ich meine, das ist ja, es wird ja auch gerade schon besser. Also es wird ja gerade auch schon viel, viel besser. Die Diskriminierungsgeschichte wird ja so viel besser gerade. Dankeschön, Felkini, für den Prime Sub. Dankeschön, Dankeschön. So. Wir haben hier Mecklenburg gegen Dänemark. Kann ich mich da auf die Seite von Mecklenburg setzen? Was ist hier noch ein anderes Ding? Achso, ich kann gerade keine Mecklenburg Partei. Mecklenburg holt sich auch wieder was. Mecklenburg holt sich jetzt was? Dänemark? Nein. Jetzt ist die Eröffnung und ich kann... setze unsere Haltung auf Nektmeer in Richtung von Mecklenburg. Jawohl, wir finden Mecklenburg gut, wir finden das toll. Schleswig-Holstein, aber Dänemark verteidigt. Okay. Also da bin ich ja noch harmlos hier mit meinem Frankfurt. Wir neigen nur dazu. Wir sind doch ja quasi Deutsche. Leute, wir werden so viel Victoria spielen in den nächsten Wochen. Ich möchte das richtig gut lernen. So, ich habe das Spiel macht mir über. Ich bin ja einfach maßlos überfordert gerade noch. Aber mir macht das Spiel so viel Spaß. Das ist genau meins. Wir werden richtig krass reingrinden. Wir werden einfach die Woche lauter so, wir starten mit kleinen Dingen, machen die Tutorials Stück für Stück und dann werden wir richtig krass werden. Und bis Maurice dann ein Ränkespiel macht damit, werden wir einfach alles zerficken. Ah, und jetzt hat die nächste Phase begonnen. Nee, ich will ja nicht joinen. Sie wissen noch nicht. Ich möchte... So, Dänemark ist ängstlich. Ich möchte es nur unterstützen. Ach. Oh, okay. Die Niederlande ist auf der anderen Seite mit eingetreten. Keine Sorge, das fragile Österreich unterstützt das Mecklenburger Vorkommen. Mhm. Okay. Ich weiß nur, wie die österreichischen Armeen da hinkommen. Aber eigentlich durch Preußen müsste das... Nein. So weit sind wir nicht. Wir finden es nur gut. Ach so. Naja. Davon kann ich mir nichts kaufen. So. Dann wäre es gut, wenn wir so ein bisschen mobilisieren. Die Niederländer wollen sich auch anschließen. Wollen einen Vertragshafen in Mecklenburg erzwingen. Ja. Ich glaube, das wird nichts. Warte mal, es gibt jetzt zwei... Preußen, du hast die Front gegen Holland dort, ne? Genau, wir sind ja die moralische Unterstützung. Wir haben Bataillone mobilisiert. Gegen diese Niederländer. Aber es wäre ganz schön, wenn vielleicht noch. Obwohl, 20. Preußen mag also ich kann nicht, notfalls ne? immer noch ein paar Bataillone mobilisieren, falls ihr möchtet. Wollen wir vielleicht versuchen, ja, also unsere... ich weiß nicht, das kann man leider nicht so feintunen, ne? Aber. Einfach mit so Preußen. Habt oder so, mal gucken, dass ja, wir das ein bisschen in den Griff kriegen, damit die uns nicht so hassen. Okay. Dankeschön, TX, für den Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Man kann nicht mehr demobilisieren. Leute, es geht runter. Es ist doch runtergegangen, oder? Wann bin ich schon auf 5? Wir kriegen nur noch. Hatten wir nicht eine 1,2 Millionen? Ach, habe ich das gerade abgebrochen? Warte. Ja, wenn wir noch etwas. Ah, ich hatte das schon abgebrochen, jawohl. Linieninfanterie hier in Mecklenburg. Die Preußen sind wahrscheinlich schon mit Plänklern unterwegs. Wir haben es auf ein Drittel reduziert, meine Freunde. Großartig. Auf ein Drittel. So, Helmut von Moltke, was hat er? Oh mein
Gott! Wir sind so geil. Wir sind so. Ich habe das erste Mal heute diesen Funken Hoffnung, dass ich es schaffe, Österreich zu stabilisieren. Ich habe es geschafft, die Anzahl der Radikalen, die wir dazu bekommen, von was war unser Peak, den wir hatten, 1,4 Millionen oder so, auf 448.000 zu reduzieren, weiter sinkend. Wir radikalisieren uns langsamer. Das heißt also, du schwächst sozusagen die Steigung ab. 1,6 hatten wir sogar. Ja, nicht nur ich schwäche, also ich bin von 1,6 Millionen pro Turn auf 448.000 runter. Also wenn das keine positive Wendung ist, weiß ich auch nicht. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die alten Radikalen wegsterben. Von Moltke ist ja auch ein guter Mann, muss ich mal sagen. Von Moltke ist ja richtig. Und das werde ich ihm ausrichten. Offensiv plus 30%, da ballern wir ja alles weg, was uns vor die Flinten läuft. Ah. Großartig. Das ist ja heftig. Plus 15% ist ja schon gewaltiger Bonus. Ja, das müsste von der Alte von Moltke sein, glaube ich. Noch, das oder? Mit der Diskriminierung müssen wir auf jeden Fall noch runterkriegen. Ja, genau. Das ist ein Adelsgeschlecht. Und durch einen Rückgang des Lebensstandards, glaub, ja, das muss besser werden. Genau. Das mit dem Lebensstandard muss auf jeden Fall nochmal besser werden. Aber 5 Millionen Radikale von 30,8 ist ja gar nicht so schlimm, oder? Blücher kommt auch aus. Also 5 Millionen Radikale von 30,8 ist doch eigentlich voll im Rahmen. Das heißt, die haben keine 5%. Vielleicht muss ich mir da gar nicht so viel Sorgen drum machen. Famous last words. So, wer ist hier noch dazu kommt? Oldenburg ist noch auf der Gegenseite. Warte mal. Ja, aber die bringen nicht viel mit. 35 Millionen, ja. Die kommen da gar nicht hin, oder? Das ist ein Sechstel der Bevölkerung, ja. Seeweg, glaube ich, dann. Der Wert der Radikalen steigt aber durchgehend an. Ja, aber das, wir bremsen es ja. Wir bremsen es ja. Ach so, ich habe Blödsinn, das sind ein Sechstel. Yo, das sind nicht ein Fünftel. Guten Morgen. Frankfurt wird bald sich hier... Guten Morgen, das sind keine 10%. Also, ja. Wundervollen Wirtschaft. Ich habe, ja... Das ist, sind ja, wir haben ja keine 100 Millionen Leute, wir haben ja nur 30 Millionen Leute. Ein Sechstel ist doch ein bisschen mehr. Ja, aber es ist ja auch. Ohne dass ich das gesagt habe. 17% Radikale ist richtig kritisch. Naja. 17% ist schon schlimmer, als ich dachte. So, aber jetzt wird immer knapp eher, ne? 23 gegen 26. Okay, dann gehen wir versuchen es. Wir gehen mit den Steuern runter. Wir gehen mit den Steuern runter und hoffen, auch wenn uns das jetzt massiv Schulden macht, scheiß drauf. Wir schauen, dass wir die Radikalität in den Griff kriegen. Wir wollen diese Radikalität in den Griff kriegen und danach können wir weiter gucken. So läuft Diplomatie. So, damit ist das sieht jetzt alles schon mal besser aus. Ja, wer würde sowas machen? Ein bisschen einfach mal die Waffen, die Armee ein bisschen parat laufen lassen. Okay, wie sieht es mit den schuld. Bausachen aus? Die Briten sind immer schuld. Die sind schon sehr kriegsgeil, muss ich sagen. Sich für jeden kleinen Mist irgendwie. Die Sache mit Schleswig hat noch nicht ganz geklappt. Befördert vielleicht einen intellektuellen General. Das gibt denen mehr Macht. Habe ich halt keinen einfach so gerade, ne? Also wenn ich unter meinen Generälen schaue. Nun gut. Du kannst die Produktionsmethoden noch ändern. So. Was glaub, meinst du genau damit? Viel der Kriegsscore von Frankfurt geht massiv nach unten die ganze Zeit. Und wir haben auch noch einen Industrieboom. Ach, wie schön. Ich möchte dieses Gebäude noch subventionieren. Damit mache ich halt noch mehr Verlust. Aber damit sollte das billiger werden für die Leute. Und damit sollte der... Also wenn ich Nahrung subventioniere... So, nachdem das... Okay. Hier. Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Wie läuft es in Österreich, Pia? Das
Ja. Ja, ja. Okay. Ja, also auch eine Antwort. Mein Chat hat meine Begeisterung ein bisschen geschmälert. Ihre Antwort auf, ey, weniger Leute radikalisieren sich war, naja, Pia, wenn alle radikal sind, dann ist klar, dass weniger Leute sich neu radikalisieren, weil es sind ja schon alle radikal. Das hat mich jetzt ein bisschen verunsichert in meiner Euphorie. Mhm. Aber abseits davon, ich habe mir aber fest vorgenommen, ganz viel dieses Spiel zu spielen, damit ich bis zum Ränkespiel dann auf einem Level bin, wo ich einfach nicht mehr völlig überfordert aus Versehen generell befördern muss, weil ich Angst habe, dass ich sonst abgesetzt werde. Und bei dir? Bei mir auch. Also ich habe tatsächlich gerade gemerkt, dass Spirituosen, also Alkohol, jetzt schon die sechstbilligste Ware auf dem preußischen Markt ist, durch meine Überflutung des Marktes damit. Und ich arbeite daran, sobald wir Frankfurt erobert haben, die nächste Alkoholbrennerei. Also ich nehme einfach hier, also ich gehe einfach davon aus, dass es ein Tippfehler ist und dass mit Spirituosen auch Bier gemeint ist in diesem Spiel. Weil eine bayerische Fabrik, die alkoholhaltige Getränke produziert, das wissen wir alle, dass das nur Bier sein kann. Auf jeden Fall. Deswegen ist das jetzt einfach... Ja, in meinem Chat schreiben sie irgendwas von Schnaps. Das ist Quatsch. Das ist auch nicht Apfelwein, Leute. Das ist Bier. Wir wissen das alle. Und das heißt, die Freibierrepublik funktioniert. Ja, wird Zeit, dass ich wieder ein bisschen bayerisches Bier exportiere. Bist du wieder auf dem preußischen Markt inzwischen? Ja, schon lange. Ach. Das wäre ja nur ein kurzes Intermezzo. Ja, aber ich habe das Problem, ich habe keine Bürokratie. Ich baue jetzt erstmal gerade Regierungsgebäude, weil die benötige ich für weitere Handelsrouten. Minus 10% Spirituosen. Aber die besteuere ich zum Beispiel, damit da kann man dann, da hat man ja ein Potenzial, weil es, wenn es eh 10% günstiger ist. Und da könnte ich jetzt quasi die Produktionsart verbessern, das stimmt, oder? Das stimmt. So, ich glaube, ich habe jetzt ein paar Radikale bekommen durch, das sind irgendwie so komische Frankfurter. Jetzt auch interessant, jetzt habe ich hier direkt auch ein Infrastrukturproblem, weil Aufruhr ist in Steuerverschwendung in Frankfurt. Wo kommt das denn her? Ich glaube, durch die Eroberung selbst, ne? Also das, das ist, weißt du, was man, was, weißt du, wie man für Ordnung sorgt in einem frisch eroberten Gebiet? Du hast doch schon ein paar. Du musst es inkorporieren. Ah ja, das mache ich auch gerade. Ne? Und dann kommt das dann mit der Zeit automatisch. Okay, gut. Ja, ist ja alles easy. Staaten in Aufruhr. Bayerisch-Hessen ist in Aufruhr. Ja, die Frankfurter, die können sich noch an den Orbats. Aber woher weiß ich denn, was mir was bringt? Ist, aber die werden schon mal... Ich finde schön, wie das Spiel dir unterschiedliche Vorgehensweisen vorschlägt. Um das Problem kurzfristig zu verringern, können Erlasse wie Notsozialhilfe oder brutales Durchgreifen beschlossen werden. Schön. Aber machen, ne? Ah, weil ich zu wenig Getreide habe, sehe ich das Knochen quasi, hat, oder wie? Beschweren. Ja, nee, aber wir machen jetzt mal Notsozialhilfe, weil das ist ja auch Bier, das wir ihnen ausschütten, Freibier. Aber du hast recht. Oh, warte mal, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Und wir bringen ihnen ein bisschen die nationale... Ich muss mich ganz kurz muten, ich bin so verwirrt gerade. Wenn ich die Produktionsmethode zu Süßungsmittel ändere, dann habe ich Lebensmittel plus 80 mehr insgesamt, Warenverbrauch 60 mehr insgesamt, erhöhte Beschäftigung Maschinisten. Das heißt, ich soll jetzt Zucker importieren, damit ich dann Süßungsmittel produziere. Habe ich das richtig verstanden? Ist das, was ihr mir gerade rät? Okay, das heißt, ich wechsle auf Süßungsmittel. Dann gehe ich auf meinen Markt und möchte Handelsrouten
Zucker. Importieren. Achso, warte mal, wir wollten eine neue Route holen für Zucker. Und jetzt nehme ich wahrscheinlich die mit der höchsten Zahl, weil das auch bedeutet, dass es für mich den größten Gewinn hat, right? Und jetzt habe ich quasi, importiere ich Zucker, damit ich für meine Nahrungsproduktion, die ich hier habe, das heißt, hier produziere ich jetzt Zucker. Oh Gott. Meine Bürokratie ist schon wieder am Arsch. Du machst aus Zucker anderes Zeug. Wat? So überfordert. Ich habe so viele Produktionsstätten. Woher weiß ich denn, was hier die beste Variante ist? Okay, also, ihr hattet auch gesagt, dass ich bei den Sachen, die sehr teuer sind, einmal schauen sollte, weil wir hier nach unten hin wird es komplizierter, also wahrscheinlich weiter vorausgeplant, I guess. Und je nachdem, was wir halt Neues lernen, können wir es halt potenziell bauen. Ah, und hier könnten wir auch noch entscheiden, ob es, in welchem Betrieb es genutzt wird quasi. Ach du heilige Scheiße, das ist ja alles so kompliziert. Das heißt, ich könnte Sachen verstaatlichen und oder theoretisch gesehen privatisieren. Du kannst in einer Lebensmittelfabrik zum Beispiel normale Lebensmittel für die einfachen Leute produzieren oder aufwendigere Lebensmittel für die Oberschicht. Dankeschön, Bajo, für die 39 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Es ist so kompliziert, es ist so viel. Ich liebe es, aber es ist so viel. Produktionsmethoden bestimmen darüber, wie Gebäude betrieben werden. Sie wirken sich auf die Warenzufuhr, die das Gebäude für den Betrieb benötigt, den Warenausstoß, den das Gebäude produziert und verkauft, die Verteilung von Berufen unter den Beschäftigten. Produktionsmethoden können auch andere Effekte haben, zum Beispiel die Erzeugung von Modifikatoren oder die Verteilung von Besitzanteilen. Produktionsmethoden sind in Gruppen organisiert, wobei in jeder immer nur eine aktiv sein kann. Man kann die aktive Produktionsmethode einer Gruppe ändern, wenn man die Anforderungen in Sachen Technik und oder Konzeptplans dafür erfüllt.
Das bedeutet aber, damit ich es jetzt auch richtig verstanden habe, dass das hier die Steigerung ist, oder? Also, die Bäckerei besagt mir, die Bäckerei ist für die einfachen Leute, das Süßungsmittel ist für die höhere Schicht und das Backpulver ist noch eine weitere Steigerung, also von dem, wer es gebraucht wird. Oder für die Mehrkosten. Nee, das ist nur die Steigerung für die Mehrkosten, also für das, was ich brauche. Aber noch nicht zwangsweise dafür, wer es konsumiert. Okay. Und Subventionen bringen nichts. Subventionen bringen nichts, wenn der Spaß Gewinn macht. Das ergibt Sinn. Weil du subventionierst das ja steuerlich, damit es nicht komplett Minus macht. Das heißt, wir wollen natürlich etwas, was gut läuft, nicht zwangsweise subventionieren, weil wir brauchen ja das Geld. Okay. Ein bisschen brutales Durchgreifen hier, das kann doch nicht sein, dass die Leute hier sich wehren. Baller jetzt meine ganze Autorität hier tatsächlich rein. Die Süßungsmittelmethode benötigt Zucker zur Produktion, aber dafür werden insgesamt mehr Lebensmittel produziert. So ähnlich sind die meisten Produktionsmethoden. Alles klar. Migration auch noch was Neues gelernt. Und jetzt wollten wir bei Handelsrouten schauen, was noch inaktiv ist. Ja, nicht, dass mir etwas Freibier nicht lösen könnte. Ja, finde ich aber auch. Das können wir löschen. Sieht's denn aus? Weil das ist unproduktiv. Auf das können wir kacken. Ja, Spirituosen sind wieder ein bisschen teurer geworden. Immer noch Sprengstoff ist das begehrteste Gut. Habe ich auch gerade nochmal nachgeschaut, aber ich glaube, ich werde mal ein bisschen was für uns holen. Der Markt subventioniert. Was holst du rein? Sprengstoff sollte jetzt im Plus sein bei uns auf dem Markt. Ah, okay. Weil ich habe nämlich 144 Stahl auf unseren Markt geholt von den Belgiern. Die Stahlproduktion wird auch irgendwann in Preußen anlaufen, aber leider gab es eine kleine Unannehmlichkeit dazwischen, die das verhindert hat. Bei uns in Baden läuft sie jetzt an. Also in 38 Wochen... Ich habe das Gefühl, die haben alle anderen so einen krassen, guten Überblick darüber, was sie tun. Und ich bin einfach maßlos überfordert mit allem. Ich darf an dieser Stelle mit Freude verkünden, dass die Demütigung durch Piemont gegenüber der Schweiz aufgehört hat. Endlich. Das freut uns sehr zu hören. Eines versehentlichen Krieges hat lang gedauert. Baust du aktuell nur Böhmen auf, was Gebäude angeht? Okay. Nee. Ja, man kennt's. Ich baue Böhmen aus. Ich habe hier in Österreich ausgebaut und ich habe hier in Ostgalizien gebaut und in Nordtranssilvanien. Also ich versuche irgendwie aufzuteilen. Das war halt nur für die Kirschen. Es hilft halt nichts. Ich habe es noch immer nicht gekriegt. Ich sehe übrigens tatsächlich, also. Wieso hasst Preußen nicht eigentlich? Ich weiß es nicht. Die Beziehungen zu Hessen schrittweise zu reduzieren. Dauert ja ewig. Da schmeißen wir jetzt wirklich, glaube ich, einfach eher die Diplomaten raus. Ist das nicht Ranger? Ja, das ist so ein bisschen Mechanismus, damit man nicht die ganze Zeit nur militärisch expandiert. Ja. Aber dann wirst du tatsächlich verrufener. Ja. Sag das heißt, mal, Ranger. Ja? Ich finde das ja völlig fein, dass du mich in der Weltmachtenliste ablöst. So hin und wieder kurzzeitlich dazwischen. Ja. Aber warum hasst du mich so sehr? Weil das ein Ereignis bei mir war und ich musste sagen, entweder hasse ich dich oder ich verliere meine komplette Autorität im Staat. Was? Weißt du, ich arbeite hier einfach schon den ganzen Abend an positiven Beziehungen zu Preußen und mein Chat fragt mich die ganze Zeit, warum hasst dich Preußen? Warum? Ich weiß es nicht, ich habe schon alles getan, aber Preußen ist auf minus 82. Ich habe nichts getan. Das ist, wie gesagt, das Spiel ist voller Events. Dagegen kann man wenig machen. Also ein bisschen, es ist keine hundertprozentige Sandbox. Du hast halt manchmal Kacke am Schuh, auf gut Deutsch gesagt. Kacke am Schuh, das ist schön. Aber dafür verbessere ich die Beziehung zu Österreich, meinem südlichen Nachbarn. Ich finde das wundervoll. Wir sind
nur mit uns selbst beschäftigt. Also mit uns befreundet sein funktioniert richtig gut. Wir sind intern kritisch. Aber es wird, glaube ich. Wenn Österreich auch irgendwelche Waren braucht, ne? Ich kann auch gerne einen individuellen Handelspakt auf mittelfristig vielleicht sogar mit euch aushandeln. Lass uns dann nochmal in irgendwie ein paar Wochen sprechen, weil ich habe einfach noch 54 Wochen lang Bauprojekte und muss erstmal gucken, wie sich die dann auf meine Wirtschaft ausüben, wenn die irgendwann in 100 Jahren dann mal abgeschlossen sind. Aber dann sehr gerne. Hey, Württemberg, wieso kannst du einen Handelsvertrag machen? Du bist doch in der Zollunion und das kann nur Preußen machen, oder? Ja. Was kann ich nur machen? Vielleicht bin ich dann nicht mehr in der Zollunion. Was? Bitte? Preußen, hast du gehört? 1,5 Millionen hast du ja, aus diesem Shop? Also, wenn Württemberg aus dem Krieg, aus dem Zollunion austritt, bedeutet das Krieg. Das möchte ich nur sagen. Und ich bin an deiner Seite. Nein, also ich meinte natürlich, dass ich dann Österreich Waren liefere durch individuelle Verträge. Das geht aha nicht. Aha. Doch, erzähl ihm keinen Quatsch. Ich kann Waren aha exportieren. Ja, okay, das geht. Ja, von unserem Markt aus, okay. Das ist das, okay, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, okay, dann ist gut. Seht ihr, so schnell kann Krieg aus Upsi entstehen. Upsi. Nein, du wolltest einen Handelsvertrag anbieten. Das habe ich gehört. Ich wollte auch testen, wie kalt das Wasser in Preußen ist. Und ich habe festgestellt, arschkalt. Deswegen habe ich mich doch mal zurückgezogen. Ja. Wir sind alle, hängen wir so ein bisschen. Also ich hänge gerne am Rockzipfel der Preußen. Aber es ist halt so. Sie sind hier die Marktmacht Nummer 1. Wir könnten natürlich auch in den hannoverschen Markt gehen, aber das würde ich nie erwägen. Okay. Also Hannover beugt sich dem Ganzen noch nicht so wirklich. Komm doch zu uns. Der Markt ist groß und hier kann man gute Geschäfte machen. Wieso aber ich ist mein Preußen Markt so weit aufgebaut, jetzt vor mir? Homogen wächst. Ich finde das nicht gut. Könnte, so weit doch geht. Wächst er so, aber langsam umschließen so, schließt sich der preußische Markt. Zufall, aber nur reiner Zufall. Wir haben den intensiven Ackerbau jetzt gelernt. Ja, schon. Das wollte gar keiner eigentlich. Ich weiß ja nicht, ob Preußen wirklich... Ah, ist egal, ich sag nichts. Ich lasse das jetzt. Nee, ich würde das gerne ausgeführt haben. Nein, falscher König. Nein. Du willst aber bestimmt Überraschungen. Schaltet bloß mal Verfahren für Stahlwerke frei. Das weiß wollen wir. Unsere Stahlwerke optimieren, das glaube ich ganz gut. Du als ja, Preußen hat ein paar auch Gebiete erobert. Ach, die haben sich vergrößert. Franzosen auch mal ein bisschen was vom bayerischen Freibier... Ach, die haben sich vergrößert. ...kommen zu lassen. Aber du weißt, dass das für die Bayern dann teurer wird, das Bier. Nee, was tatsächlich habe ich, hat er angezeigt. Wir haben so viel Bier hier inzwischen schon. Bin ich das zu Stahlwerke hast du aus Eisenminen? Beeinträchtigt. Weiß es gar nicht. Das also nicht. Ganz, ganz dezent. Es war irgendwie von 27,4. Wollen wir die Schweiz in unserer Zollunion? Dafür fällt er aber bei den Franzosen deutlich beträchtlicher. Wollen wir das? Das heißt, der Mission von Freibier für alle werde ich damit ja gerechter. Ja. Moment, kann ich das. Pia! Stell ja eine Frage. Ja. Ich habe dir, glaube ich, eine Anfrage gerade ja geschickt. Also eine Anfrage an alle. Zollunion beitreten, löst den eigenen Markt auf? Ja. Ja, okay. Ja, du dann bist dann Bier, Teil des anderen Marktes, genau. Okay. Bier, nimm ihn bitte nicht an. Das Angebot vielleicht. Jetzt doch nicht. Aber hast es du ist gesehen, so schön. Kobelius, wenn Bier jetzt ja sagt, halt hast du jetzt das Schicksal deines Markts aus der Hand gegeben. Es liegt jetzt in der Hand von Bier, wie sie mit der Schweiz umgeht. Es ist halt so gemein. Ich habe nichts gedrückt. Okay, es ist weggegangen von sich aus. Passt. In meinem. Abgelehnt. Dann ist es automatisch abgelehnt. Passt. Du kannst so glücklich sein, dass ich mit Grinsen beschäftigt war, weil mein gesamter Chat schreibt: Nimm an, los, nimm an, ja, nimm an. Und genau deswegen habe ich jetzt auch noch ganz kurz reingerufen, weil ich genau auf diese Reaktion gewartet habe. Danke, Chat von Shoyoka. Ihr seid die wirklichen MVPs in der Situation. Ihr habt es gut abgelenkt. Dankeschön. Ich wollte damit probieren und schauen, was passiert, wenn ich da auf diesen Knopf drücke. Dann steht bei mir im Chat schon drinnen, nein, tu es nicht. Ja, war schon zu spät. So, ich merke übrigens, die langsam aber sicher werden die Frankfurter katholisch. Das finde ich gut.
Leute, wir sind nicht in der Situation, wo wir irgendwen zu irgendwas zwingen können. Sie bleiben immer noch norddeutsch. Das lässt sich nicht ganz so leicht ändern wie die Religion. Du kannst sie assimilieren durch einen Erlass. Bin ich schon dabei, tatsächlich. Das ist nationale Werte. Genau, das scheint aber nicht ganz so viel zu... Also das geht anscheinend schneller mit Religion. Oder es waren schon mehr. Nee, geht, glaube ich, mit... Ich glaube, du brauchst Schulbildung. Also die Leute müssen gebildet sein, Schulbildung und so weiter. Ich glaube, das geht dann schneller, aber ich weiß nicht, wie schnell. Okay, was machen wir jetzt hier noch? Bauen. Wir müssen ja eh noch die Eisenbahn hier erforschen. Das wird schon alles. Ich hätte gerne ein Amt für Inneres. So, derweil weiter das Freibier, Leute. Okay, und wir brauchen mehr Regierungsverwaltungsgebäude, damit das was wird. Das heißt, wir bauen hier einfach noch zwei Regierungsverwaltungsgebäude. Hier bauen wir auch schon eins. Und dadurch wird das dann wieder besser werden. Da sind eh richtig viele in Planung gerade. Also, das wird. Mein werter Freund Frifra, was ist denn mit eurem Mecklenburg-Strelitz? Ja, das, da bin ich gerade dabei, noch ein bisschen. Einen schlechten Ruf. Also wir müssen da noch ein bisschen erstmal ein bisschen auf den Tisch schauen. Dann geht's los. Da haben wir noch gar nichts. Ihr könnt ruhig auf mich zählen in dieser Konstellation. Vorrat. Denn dann zähle ich auch auf euch in anderen Situationen. Ja, natürlich. Natürlich, ja. 9 Bataillone. Die Besteuerung ist halt nicht optimal hier leider. Wahnsinn, nicht wahr? Aber es wird. Du hast dich ganz gut hochgearbeitet da in alle Verwaltungen sind wie ein Fisch Spaß, es Ukraine einen neuen Pass zu kriegen. Ich hock da nur in meinem kleinen Land und bin harmlos und guck euch zu. Und dann ein Krieg nach dem anderen. Bestellungskapazität. Ich habe schon 10 Bataillone. Ich glaube, wen erobern wir als nächstes? Eine maximale Investition für Amt für Inneres. Ja, wie soll ich sagen? Mit Gnaden Preußens. 10 Bataillone. Wo finde ich denn die Institutionen? Aber ich kann sagen, ich habe meinen Bruttotransport. Naja, wo wird mir das denn angezeigt? Das ist doch okay. Nicht schlecht. Wo ist es jetzt? Bei 1,4 Millionen. Du kannst die Produktionsgebäude der Regierungsdinger verwenden. Das habe ich aber noch nicht gefunden, wie das gehen soll. Ja, ich wir haben halt nicht genug auch Papier. Verdoppelt. Man muss halt leider dazu sagen, die Freibier-Strategie ist nicht die gewinnbringendste von allen. Ich baue jetzt auch noch weiter Lebensmittelfabriken. Obwohl... Es hätte gerade einen ordentlichen Steuerboost verpasst, ja, auf jeden Fall. Quasi gar niemand... Politik dritter Reihe. Gewinn bringen, einfach weil... Ah, da. Es haben noch nicht genug Leute gratis Bier. Und ich sehe, Mecklenburg erobert wieder jemanden. Ah, das ist nur dieser Nachbar, den ich schon gleich... so viel mehr Bürokratie, um das zu schaffen. Holy shit, damit wir hier weiter pushen können. Du siehst, dass so Dänemark bereits auf ihre Seite geschlagen hat. Okay. Preußen auch. Dann habt ihr gesagt, bei Produktions... Nein, das missverstehst du auch. Da unten heißt es nur, sie neigen... Ah ja, sorry, stimmt. Ich habe das wieder Produktionsmethode. Ja, nee, jetzt, ja. Ich bin schon auf der Seite meines treuen Bruders mittlerweile. Ah, okay. Wir haben ausgewählt die Aktenschränke. Wir könnten eine Erbverwaltung machen oder einen Verwaltungsklerus. Franzosen das heißt, ich könnte theoretisch gesehen hingehen und sagen, wir machen da hinten, um die Arbeit zu lösen. Nein, Bayern, das hört sich nicht gut an. Ich darf mit Freude verkünden, dass es in der Schweiz ab sofort Psychiatrie gibt. Ja, daran arbeite ich auch. Finde ich auch super wichtig. Ich glaube, die sind aber auch nötig dort, oder? Ja, durchaus. Bei der Regierung... Das ist gleich viel Papier. Wow. Ohne Schokolade. Ja. Aber ja, Schokolade auch noch. Und frei wir bekommen mehr Bürokratie dafür und mehr Besteuerungskapazität. Das ist tatsächlich ein Problem. Lasst mal schauen, ob ich da vielleicht
Aber Moment, Moment, werter Schweizer Nachbar im Süden, ihr könntet doch einfach den König von Preußen fragen, ob ihr Teil unseres Marktes werden wollt. Würde das bedeuten, dass ich dann meinen eigenen Markt aufgebe? Kleriker oder Bürokraten quasi insgesamt? Einen Handelspartner? Das ist uninteressant. Ja, also sagen wir weniger mal, Kleriker, die beschäftigt ihr werden. Ihr könntet offiziell wir nicht. Teil von unserem Markt werden, aber ganz tief in aber euren Gedanken dürft ihr euren eigenen Markt haben. Das ist ganz gut. Das ist ein Angebot, das natürlich sehr verlockend ist, aber da stelle ich eher die Frage, ob nicht vielleicht Bayern Interesse hätte an einem bürokratischen Handelsbündnis, Umsetzungen, weil dann ist der Zugang zum Freibier vielleicht noch einfacher. Und dann schauen wir in der Zukunft einfach. Vielleicht einmal weiter. Ich glaube, ihr braucht wirklich Psychiatrie. Das ist sehr, sehr ich habe schon angefangen, Freibier jetzt auch in die Schweiz zu exportieren. Das klingt gut. Das ist sehr, sehr das klingt gut. Sehr, sehr gut. Ich kann nicht an meinen Handelsvertrag vorschlagen. Das ist sehr, sehr schade. Gut. So, ich will jetzt mal ein bisschen gucken. Wo kann ich denn noch säkuläre Gesetze Verwaltung ist erlassen, gut? Die mehr Freibier. Bayern zum Rivalen erklärt. Oh, Hannover, ja? Was ist dort los? Ist das Freibier ausgegangen? Was? Jetzt verbrauchst du aber auch mehr Papier, womit du den Preis in die Höhe treibst. Ja, aber Papier produzieren wir ja auch gleich mehr. Taktische Gründe. Da okay. Bayern auf Seiten Preußen. Und nee, tun wir nicht. Muss ich jetzt einfach Konsequenzen ziehen. Moment. Papier Hannover. 220 insgesamt? Das wäre 220 Erhöhungen gewesen. Den Preußen. Aber ich dachte, als das bedeutet, jetzt muss ich mich darum kümmern, dass wir wieder mehr Papier produzieren, weil wir nicht genug Papier produzieren. Ich habe wiederholte Bittbesuche von Hannover eingehend abgelehnt und mag das Herz auch nicht zu erweichen. Und hat sogar die Dreistigkeit gehabt, Braunschweig jetzt gänzlich in das eigene Staatsgebiet aufzunehmen. Ich bin sicher, Preußen hat gute Gründe dafür. Das heißt, wir erhöhen jetzt einmal gar nicht. Das war Teil unserer Zollunion. Aber dafür muss ich jetzt Schwefel kaufen. Ja, was? Russland macht auf der Gegenseite mit. Oh, das ist natürlich wirklich ein Problem für euch. Weil Schwefel produzieren wir, glaube ich, noch nirgendwo, oder? Wir haben nur eine Schwefelmine. Ja, also ich kann, glaube ich, momentan keinen Krieg gegen Russland nee, den kannst du nicht gewinnen. Alleine. Das ist da drüben. Okay. So, wo ist denn Schwefel? Außerdem kommen vielleicht die Briten oder Franzosen noch auf unsere Seite durch ein wenig geschicktes Diplomatiespiel. Wo ist denn Schwefel hier? Ach hier. Schwefelminen. Achso, ich habe die noch gar nicht. Die ist Level 0. Was kann ich noch für Gesetze erlassen? Das heißt, die wären nur theoretisch gesehen, würde die existieren. Haben sie jetzt keinen Bock mehr. Aber tut es nicht. Warum nicht? Mist. Also diese Strelitz ist ziemlich... ziemlich clever. Sie haben sich jetzt den Russen auch noch verkauft. Erst den Franzosen, jetzt den Russen. Ja, das heißt, ich muss mal wieder 5 Jahre kriegen. Ach, weil die nie gebaut wurde. Scheiße. Weil die nur im Auftrag ist, aber noch nicht existiert. Aber 10% machen jetzt noch mehr aus als das letzte Mal. Dann schieben wir die mal nach oben. Aber Bayern, ich würde gerne noch mal daran ansetzen. Ihr müsst euch mal die Dreistigkeit von Hannover vorstellen. Die weiter nach dass sie sagen, ja, die Rivalität mit euch, die ist nur, weil wir Preußen verärgern. Sie haben euch zum Rivalen erklärt. Ich bin da absolut auf preußischer Seite, dass Hannover dass hier eine... Dass du auf preußischer Seite bist, das dachte ich mir schon. Deswegen, ja. Aber ich meine... Ja, ich weiß, dass Import auch eine Option ist, aber ich Bayern ist das, nur ja, am Arbeiten... Also ich habe Bürokratie gerade erst den Griff bekommen. ...alle besser zu machen und... Bei besseren Baumethoden. Ihr verweigert euch ja, hier dem guten bayerischen Bier. Ich arbeite Bier dran, Leute. Ich arbeite dran. Und erklärt stattdessen hier irgendwie ja, irgendwelche komischen Rivalitäten. Jetzt lass mal wir kurz haben gucken. Den emsländischen Korn. So. Ich habe hier, glaube ich, noch keine besseren, oder? Gerne, ich komme mit. Da bräuchte ich halt mehr Werkzeuge. Ich bräuchte mehr Eisen und mehr Werkzeuge dafür. Und mein Papierpreis also, knallt halt jetzt komplett durch die Decke. Also ist es wirklich nicht gegen Bayern gerichtet, es geht nur gegen die Preußen. Ja, aber wie kannst du denn mir die Rivalität erklären und sagen, es sei nicht gegen mich gerichtet? Also, der okay, Freund meines Feindes ist dann ja tendenziell auch eher mein Feind. Also ich muss dich ja eher argwöhnisch beäugen. Ihr habt, glaube ich, einen Verteidigungspakt. Das heißt, wenn ich meinen Braunschweig zurückholen will, bist du, glaube ich, mit im Bunde. Das ist gut möglich. Also wenn du diesen Pakt brichst, ist die Rivalität auch auf jeden Fall. Ne? Also ich habe hier nichts gegen Bayern. So. Ja. Okay.
holen wir uns Papier, um das zu verhindern, dass das komplett ausrastet. Und wir nehmen uns das hier. Und gucken mal, ob wir es damit ein bisschen besser in den Griff bekommen, aber Autschi, Autschi. Autschi, Autschi. Du musst und kannst ja nicht alles selbst produzieren. Klar kann ich. Klar. Klar kann ich. Wir brauchen so viel mehr Papier immer noch. Okay, und jetzt gucken wir mal, ob sich das Stückchenweise beruhigt. Jetzt gucken wir mal, ob sich das Stückchenweise beruhigt. Was ist da für eine Eskalation auf einmal? In Bayern? Die Eroberung. Dankeschön, Waterdeckel, für die 20 Monate. Was? Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Das ist ja. Das ist. Davon wusste ich gar nichts, aber das ist nicht so schlimm für mich. Die Schwefelfarm wird gebaut, die Papierfabrik wird gebaut, es wird langsam. Ich habe das Gefühl, langsam blicke ich durch. Sehr, sehr langsam. Der eigene Heimatsitz wird einfach verschachert. Sowas würde ich doch niemals machen. Oh mein Gott, Preußen, ihr habt doch wohl nicht mit eurem mecklenburgischen Berater vorgesprochen. Nein, also langsam. Ich würde niemals solch hinterlistige Spiele in Erwägung ziehen. Ja, aber was ist da passiert? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Vielleicht irgendwann in lang ersehnten Chroniken. Übrigens, alles andere, was in diesem Zusammenhang steht, ist natürlich momentan noch absolut geheim. Okay, alles klar. Du stellst übrigens die Methoden immer für eine einzige Fabrik eigentlich für alle. Das weiß ich. König, das weiß ich. Ist der Meinung, wir ändern das. Nein, da gibt es nichts zu bereden. Also wir brüderliches Verhältnis hatten wir tatsächlich noch nicht, aber wer weiß, ne? Ich meine, alle Familien sind groß. Gerade wollten wir die besprochen haben, noch weiter die Steuern senken. Gerade wollten wir die Hohenzollern jetzt auf einmal noch einen Verteidigungspakt anbieten. Noch weiter. Gehalten, dass ich damit ja. Ich kann doch nicht. Ich kann gerade, Leute, lasst mich mal das fertig bauen, bevor wir noch mehr reinknallen. Wir haben genug in der Liste gerade. Also ja, wir müssen Eisenminen noch bauen, aber lasst mal erst das durchlaufen. Macht da gar keiner mit. Dann ist das eine schnell gegessene Sache hier. Wenn die Briten mich fragen, ist natürlich verlockend, ne? Aber ich bleibe natürlich bei meinem preußischen Bruder. Ich möchte das hier nochmal offiziell zur Kenntnis geben. Wie viele Brüder ihr alle untereinander habt? Das freut mich sehr. Du, wir sind verheiratet. Also nicht wir sind miteinander verheiratet, aber unsere Familien. Wir brauchen ganz dringend Eisen. Wir können gar nicht, wir können gar nicht warten. Wir brauchen ganz, ganz dringend Eisen. Deswegen sind wir quasi Brüder. Ja. Außerdem haben wir uns schon mal ziemlich lange die Hand gedrückt. Und ich würde sagen, sobald man 5 Sekunden überschritten hat, ist man auch ein Bruder. Das stimmt, ja, eindeutig. Ah, mein Volk lehnt sich endlich nicht mehr dagegen auf, dass es Polizei gibt. Sehr gut. Ja, die Polizei wird sie verdroschen haben. Nein, nein, das kann nicht sein. Sowas tun die nicht. Tatsächlich ist aber, ne, Jungsverwaltung brauchen wir gar nicht so viel gerade. Die Änderung von Gesetzen ist ein sehr langfristiges Projekt, ne? Das ein bisschen runter reduzieren und gleich schauen, was gleich dann noch schreit. Wenn du die Unterstützung hast. Und wenn genau, aber dass du dein Volk halt so umbaust, dass es neue Sachen unterstützt, ja, dauert eine ganze Weile. Also ich habe tatsächlich, weil ich, bis ich jetzt mal irgendwie hier kommen würde, wir machen jetzt massiv Minus. Kommunistischen Räterepublik oder schauen so, müsste ich mein das gesamtes Volk umbauen über Jahrzehnte wahrscheinlich. Ja, brauchst du erstmal Industrie, damit du die Gewerkschaften relevanter hast. Und genau. Geht es da irgendwas so in die Richtung. Was kann ich denn noch für Gesetze erlassen, die mehr Freiwillige geben? Hör bitte auf zu schreien, Max. Gar nicht so viel, ne? Hör bitte auf zu schreien. Nein, das ist auch ein schwieriger Plan, das habe ich dir auch gleich gesagt. Steinwallen, ich weiß, dass du meinen Plan für dumm hältst. Ich finde das ein bisschen unhöflich allmählich, dass du das immer wieder betonst.
Ich finde, es ist ein Steuervorschlag kommt doch später bestimmt aus einem feindlichen Stream. Ein sehr seriöses Spiel wie dieses. Safe, aber ich versuche halt auf den Chat zu hören. Dass man hier gut ich bin halt maßlos überfordert. Ich habe halt fünf Leute im Ohr, den ganzen Chat, der mit diskutiert und mich die ganze Zeit belagert und nicht aufhört zu spammen. Und ich versuche es einfach nur umzusetzen. Wie sieht's hier gerade aus? I try. Und manche Leute sind richtig pisst, wenn man nicht darauf reagiert, was sie schreiben. Das ist sehr mühsam. Also guck mal an, wir hier. Das, die Spirituosen sind hier schon jetzt das fünftbilligste Gut auf dem preußischen Markt. Ich krieg's hier noch zum billigsten. Wartet's nur ab. Dafür habe ich schon in anderen Streams gelesen, dass Shioka sich nie auf solche Abende vorbereitet. Und ich bin einfach nur sad, weil ich den Spielekiefer das Spiel einfach 2 Stunden vor Streamstart heute bekommen habe, im Gegensatz zu manch anderen Leuten und ich mich einfach nicht vorbereiten konnte. Ich habe eigentlich zeigt er dir bei der Bevölkerung ein Wachstum an. Ne? Der Kirchenstaat möchte unserer Zollunion beitreten. Ja. Das wollen wir, das klingt gut. Ich weiß nicht ganz genau, ob der Wachstum vielleicht lokale oder so. Das gut, jetzt haben wir gerade Frühling, eigentlich sollte es jetzt ja wieder besser werden. Wieso bald? So, könnte es vielleicht Winter, Krankheit und Sterben, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, das mit den Radikalen wird besser. Also es wird langsam besser. Auf Jahresicht hin, also auf ein Jahr hin geguckt wird, wie schnell du wächst. Ob es da Schwankungen gibt. Ich meine, jetzt mal eine ganz wilde Idee. Könnte es damit bis jetzt weiß haben, ich noch nichts darüber, Haxi, aber das Spiel wird es ganz viel geben. Schon, sag ich mal. So, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wo kann ich mir jetzt meine Zollunion genau anschauen lassen? Also ich habe quasi den Markt österreichisch und wo kann ich jetzt schauen? Ah, da sehe ich die Mitglieder vom Markt österreichisch, right? Und da müsste jetzt doch eigentlich... Was soll das heißen? Ah, Migration. Hallo Serienkiller. Interessant. Eisen aus. Und irgendwo habe ich auch gesehen, kann man... sehen, wohin. Es gibt auch. Ah, Welt, und der Kirchenstaat ist jetzt dann, bei mir. Aus Norddeutschland viele Bewohner bekommen. Richtig. Ja. Alter, ich möchte an dieser Stelle kurz anbringen, dass der Kirchenstaat, also das Pontifikat, gerade eine Anfrage geschickt hat, der Zollunion des österreichischen Markts beizutreten. Der ja, Papst ist jetzt im österreichischen Markt. Ja. Was auch immer das jetzt bedeutet. Braucht ihr Wein? Der Kirchenstaatmarkt ist aber gar nicht so blöd. Der hat ein paar Sachen, also zum Beispiel, ich wollte immer gern 1-2 Sachen von denen gut exportieren und konnte nicht, weil ich dafür Wasser gebraucht hätte. Also ich glaube, die bereichern deinen Markt durchaus. Ich glaube auch. Also vor allem fühle ich mich durch Gott legitimiert, dass sie jetzt Teil meines Markts sind. Also damit ist mein Markt richtiger als euer Markt, ganz eindeutig. Ich hätte eine spieltechnische Frage an Steinwallen. Also nur aus katholischen Sicht, ja. Dass man diese Verbrauchsgüter wie Nahrung und so weiter günstig hält, damit die Bevölkerung, sage ich mal, weniger Geld dafür ausgeben muss? Meines Erachtens, ja. Also, dann schauen wir uns mal an, was der jetzt anbietet. Ich muss schon wieder pissen. Plus minus null. So, konservative Agenda, die Massen ruhig stellen, die Grenzen verteidigen. Achtbar, freundlich, herzlich. Aber teuer ist halt auch. Also ich okay, finde, sie sind aber verarmt, ja, auch leider. Plus minus okay, null. Also, versuchen, so eine optimierte Produktion. Bildung, Gesetz und Gesundheitssystem ist alles nicht so krass. So würde ich, also so agiere ich immer. Römische Kuriere, ja. Sie haben sonst nur Oppositionen. Kann ich? Noch den, bitte richten Sie nicht Ihren Blick auf Hohenzollern. Ich verliere die erste Schlacht. Nein, natürlich verliere ich nicht die erste Schlacht. Bitte? Gut, das ist. Wie kriege ich denn die Diskriminierung noch weiter in den Griff? 13, ey. Also, genau genommen, ich habe das. Ich meine, ich habe meine nationalen Wertekampagnen ja jetzt eh schon überall. Aber wie kriege ich es denn. In der Kriegsführung sind wir sehr kreativ, dafür nicht bei der Namensgebung unserer Vornamen. Aber du kennst doch jetzt. Ja, jetzt schon. Oh, guckt mal. Ich bin jetzt bei Gesetzeshüter, habe ich jetzt einen Bonus. Aber damit würde ich halt die Aristokratie weiter stützen.
Aber ich könnte wahrscheinlich, ja, in Bildung also investieren. Einzige, was ich erklären kann. Aber jetzt gehen ihnen so langsam aber sicher die Truppen aus. Und nee, Quatsch, doch. Was sagt er mir jetzt? Verwundete, und die können sie halt nicht kompensieren. Ja, aber die Bürokratie machen. Wächst ja mit, das ist ja kein Problem. Also du wirfst einfach quasi Leiber in die. Aber das ist geil, weil so damit sagen, werden ja. wir die Assimilierung in pushen. Die das ist das, was wir überall am Laufen haben gerade. So. Das heißt, dadurch, damit haben wir 25% Assimilierung und das könnte schon reichen, damit wir das Problem mit dem Rassismus besser in den Griff kriegen und mehr Bildung. Das heißt, die Intellektuellen werden stärker und das ist ja das, was wir in der Regierung brauchen, dass wir quasi die Intellektuellen erhöhen. Die sind aber auch scheiße unzufrieden. Die sind auch scheiße unzufrieden gerade. Ja. Damit würde meine Legitimität auf 91% gehen, wenn ich die aus der Regierung schmeißen würde. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Die Frage ist halt, wenn ich die... Sind alle unzufrieden. Ja, die Intellektuellen wollen safe mehr Bildung, aber ich kann mir das Papier dafür nicht leisten. Die Papierpreise sind so insane. Papier, Glas, Luxuskleidung, alles schlimm. Papier, ich habe Papier immer noch nicht im Griff, ne? Egal, ich meine, wir bauen jetzt Papierfabriken gerade. Das wird es hoffentlich ein bisschen verbessern. Aber es ist immer noch eine Katastrophe. So, mir wurde geraten, auch ein bisschen mehr in die Kleidung. Mega in Ordnung. 31%? Nee, wir wollen noch auf unter 30%. Verdrossen über eine langwierige Gesetzesgebungsvorgang. Nationalgarde ist Maximilian von Wrede, das Oberhaupt einer Interessensgruppe Streitkräfte, mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er seine persönlichen Verbindungen in den Staatsapparat nutzt. Dann sind die Intellektuellen unzufrieden. But I don't care, wenn die jetzt, die hassen mich eh schon. Wir pushen das trotzdem wegen der Nationalgarde. Das wird schon. Okay. Papier ist im Bau, Lebensmittelfabriken sind im Bau. Müsste ich nicht, ich habe doch hier auch nochmal einen Bausektor. Das heißt, ich möchte hier unabhängig davon auch noch mal bauen können. Und ich würde gerne hier noch Tuchfabriken bauen. Warum kann der nicht hier parallel bauen? Warum geht das nicht? Was habe ich verkackt? Der hat doch hier einen eigenen Bausektor. Müsste der dann nicht unabhängig davon bauen können in dem Gebiet da drüben? Es gibt kein paralleles Bauen. Ah, das heißt, alle Ressourcen aus allen Gebieten ziehen sich einfach zusammen. Okay. Okay, wieder was gelernt. Boah, ich würde super gerne nochmal neu starten mit Österreich, um jetzt einfach nochmal alles besser umzusetzen, was ich verkackt habe. Aber... Das wird schon. Das wird schon. Stückchenweise. Dankeschön, Dysteria, übrigens für die 16 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Das liegt in Ihrer Zustimmung. Ja. Okay. Wird denn Papier exportiert? Ich glaube nicht, dass ich Papier exportiere. Unsere Importhandelsrouten hier sind für den Arsch.
wir exportieren, glaube ich, nichts am Papier gerade. Ich würde aber gerne Papier irgendwo importieren. Aber das sind, die Preise sind halt so für'n Arsch. Die Preise sind so für'n Arsch, was Papier angeht. Und ich möchte auf jeden Fall Tücher produzieren und exportieren. Weil das auf jeden Fall einen Mehrwert hat. Oder einfach selber Luxuskleidung produzieren. Aber wir bauen ja jetzt hier dann bald Tuchfabriken. Dann ist das alles besser. Hier könnte ich auch handgefertigte Möbel, ey. Wenn ich auf handgefertigte Möbel umsteigen würde, würde ich da weniger Tücher verbrauchen in der Theorie. Ich sag's ja nur. Wir haben immer noch ein bürokratisches Defizit, das weiß ich. So, wir haben eine Papierfabrik mehr. Komm schon, werde fertig. Handelsabkommen mit Russland, die sind noch rückständiger als du. Nein. Nein. Das versuche so, ich mit dem Umstellen. Aber mir fehlt Sulfur dafür noch. Mir Hessen einzuverleiben, meine lieben Freunde. Also wir brauchen den natürlich den nur Sulfitbrei dafür, das haben wir schon. Aber dafür brauchen wir Sulfur. Und was sagt der Preuße dazu? Der ja, der Preuße hat mir das ja schon hallo, erlaubt in, letztes Mal, im Gegensatz für das also Bündnis. Schwefel. Ah, okay. Und mein nur mal gucken. Meine Schwefel. Ah, meine Schwefeldings ist jetzt aber auch dann damit, ne? Die hatte ich ja irgendwo hier. Frankreich neigt sogar gebaut. Schon Richtung Bayern. Ja, ist doch super. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo ich die gebaut habe. Hatte ich die in Venedig gebaut? Nein. Mecklenburg-Strelitz ist schon wieder dagegen. Venedig ist doch gar nicht bei mir. Nee, aber hat ja direkt Neutralität. Das Spiel geht irgendwie immer davon aus, dass du da neigst als Spieler. Hier. Das ist eigentlich komisch, dass Spieler damit perfekt reingezogen werden. Und Atmosphäre für Dampfmaschinen. Dafür bräuchte ich mehr Werkzeuge und mehr Kohle, ja, aber dafür produzieren wir mehr. Der kleine Wicht. Ja, stimmt, du hast recht. Ach komm, wer will. Was wollen die eigentlich die ganze Zeit? Und das heißt aber auch, dass ich mehr Kohle brauche. Steinwand. Kann ich bitte einfach das ist doch hier so langsam, ne? Auch Kohle bauen? Der kleine Bruder, der sich nicht aufmüpft, ne? Hier könnte ja ich auch Kohle bauen. Der kleine Bruder, der aufmüpft. Genau. Irgendwo anders schon Kohle, wo ich das einfach erweitern könnte? Ja, wir haben richtig viele Kohleminen. Auch in Venedig direkt. Nee, da haben wir null. Da war nur eine geplant. Okay. Wer wird die schon unterstützen? Upsi. Niemand. Aber in Böhmen haben wir auch Kohleminen. In Mecklenburg-Strelitz kann ja gerne und da mitmachen könnten hier wir also ja nicht auch haben erhöhen in der Produktion. Also, dass das quasi ein bisschen effizienter gemacht wird. Mal ab, wenn sich niemand hier anschließt. Werkzeuge produzieren wir ja jetzt auch schon mehr. Und ich wollte hier jetzt nicht noch mehr. Ich habe ja noch einen. Die wollte ich gar nicht bauen. Da habe ich mich verklickt. Okay. Ich habe immer noch Brixen, ja. Du produzierst sowieso schon zu viel Schwefel. Naja, aber ich werde gleich noch mehr Papier upgraden. Also, ich habe ja mehr als nur eine Papierproduktion. Und Papier werde ich ja immer mehr brauchen. Also Papier wird ja nicht mehr weniger werden. Das heißt, ich brauche ja unendlich viel mehr Papier. Und hier haben wir ja zum Beispiel auch noch mal, da muss auch noch mal upgegradet werden, damit wir mehr Papier produzieren. Die Leute, die im preußischen Markt richtig produzieren können. Okay. Woher sehe ich denn, wie viel Schwefel ich gerade produziere? Wir haben halt eine Warenzufuhrknappheit von Schwefel. Wie seien die auf die Idee gekommen, dass wir davon zu viel produzieren? Ich mache recht viel Luxuskleidung tatsächlich. Hat jemand. Ja, Luxuskleidung ist halt nicht Kleidung. Ja, aber die hat 46%. Ich hab Tuchfabriken tatsächlich, zwei. Aber stimmt, da ginge mehr, da hast du recht. Ich baue gerade so 20 Tuchfabriken oder so. Das Problem ist, dass der Krieg mich unfassbar lange hinten gehalten hat, weil ich nicht bauen konnte in der Zeit. Zuvor war das noch viel günstiger. Oder halt, falls jemand Bürokratie offen hat, einfach mal importieren. Ich kann das nicht. Also es gibt mit Sicherheit Kleidung importieren. Dankeschön, ja. Fenrir. Kann ich mal machen. Also, weil wir kommen mit dem Lebensstandard überhaupt nicht hoch. Weil wenn diese Grundbedürfnisse einfach komplett so teuer sind, das ist. Was für einen Lebensstandard habt ihr denn alle? Wer muss Kleidung importieren? Brauchst du das, dass Kleidung importiert wird, oder wie?
Na, unser gesamter preußischer Markt hat ein totales Kleidungsdefizit. Also Österreich könnte auch Kleidung importieren. Das habe ich gerade gemacht. Ich habe gerade eben bei dir einen Import eingestartet, Pia. Ich importiere mir jetzt auch Kleidung aus Preußen. Aber das kriegst du halt gar nicht mit, ne? Das passiert automatisch. Das passiert automatisch. Importierst du jetzt aus Österreich oder möchtest du nach Österreich exportieren, oder sich nachfrage? Nein, ich importiere von dir Kleidung für uns. Ja, das ist nämlich das Gegenteil von dem, was ich gemeint habe. Aber ich produziere auch, also ich baue gerade Tuchfabriken. Also das passt ganz gut. Das heißt, du stiehlst uns gerade die Kleidung, die wir selber brauchen. Aber das ist völlig fein. Also wir haben ja, ich würde es einfach höher versteuern. Das kannst du sogar wirklich machen. Ja, aber wie hoch, also wie viel teurer ist denn bei dir die Kleidung? Oder ist sie billiger als null?